Hallo. So, hallo, Emre, grüß dich. Jo, jetzt hat's schon geklappt. Super. Hi, wie geht's? Ja, mir geht's gut, wie geht's Ihnen? Ah, du kannst vielleicht du sagen, ich bin die Julia. Alles klar. Weil wir sind ja bei YouTube, wir sind ja alle Internet-YouTuber, na? Da muss man ja nicht mit Sie daherkommen. Okay, die Aufnahme läuft. Ich mache jetzt bloß nochmal schnell eine Einleitung, weil du hast ja gesagt, du bist einverstanden, dass wir es aufnehmen. Deswegen mache ich jetzt meine Einleitung. Also, ja, hallo, liebe Freunde von YouTube und Facebook, allen sozialen Netzwerken. Hier ist wieder eure Julia. Und ich habe heute einen besonderen Gast, nämlich den Emre Erjurt. Ja, habe ich es richtig ausgesprochen? Ja. Lieber Emre, du bist ja aus dem Islam ausgestiegen, so wie du mir das jetzt geschrieben hast. Ich weiß nicht, ist das so richtig? Also, du bist ja quasi Ex-Muslim, oder? Ja, Ex-Muslim, ja, genau. Okay. Müsste man fast noch ein bisschen lauter machen, du bist ein bisschen leise, ne? Okay, dann hätte mal die erste Frage, was ich mal jetzt an dich hätte, lieber Emre. Und zwar, also quasi, du kommst ja aus der Türkei, ja? Also ich bin hier in Deutschland geboren und meine Eltern kommen aus der Türkei. Also ich bin Deutsch-Türke, wie man es Okay, nennt. okay. Aber du hast ja quasi, deine Geburtsreligion, kann man ja sagen, war ja der Islam, sozusagen. Ganz. Ja, hallo? Ja, ganz genau, ja. Genau. Okay. Und jetzt, was mich natürlich interessieren würde, lieber Emre, was hat dich dazu bewegt, also aus dem Islam auszusteigen? Oder was war das, wo du gesagt hast, da stimmt was nicht, also das ist jetzt doch nicht mehr meine Religion. Vielleicht kannst du ein bisschen was auch von dir erzählen, also wie du jetzt zur Religion stehst, welche Religion du hast. Also das würde mich doch mal sehr interessieren. Also ja, ich ging früher, wo ich so 5, 6, 7 Jahre alt war, in die Moschee. Also ich habe eine Moschee besucht und habe da auch Koran gelesen, aber auf Arabisch, also nicht auf Türkisch. Also ich habe die Bedeutung nie verstanden und ich fand es auch sehr komisch. Und so, es ging dann so weiter. Also ich hatte auch Angst vor der Religion. Also man hat auch als der Kindheit von den Eltern Angst bekommen. Also dass man halt gut sein soll, dass man Respekt zeigen soll. Und wenn man stirbt, ja, du wirst dann in die Dunkelheit sein, dann kommen dann böse Wesen, Schlangen und Insekten und so weiter. Also man hat so einen klaren Angst. Und Also es wird mit viel ja. mit Angst gearbeitet, quasi. Ja. Also, okay. Und da hast du dann gesagt, da stimmt was nicht, weil das kann ja kein liebevoller Gott sein. Und hast dann angefangen, quasi das Ganze zu hinterfragen. Ja, Also. man hat gesagt, dass die Christen und die Juden keine Menschen sind und ich fand es so ganz scheiße. Also ich habe nicht so gut akzeptiert. Ich fand es echt blöd, weil Mensch ist Mensch. Alle Menschen sind doch Lebewesen, die verdient haben zu leben. Natürlich, absolut richtig, ja. Jetzt würde ich mal wissen, was für eine Religion hast du jetzt oder hast du noch eine Religion? Bist du jetzt Atheist oder bist du frei spirituell oder wie würdest du dich jetzt bezeichnen? Ich bin mir nicht so sicher, es gibt sehr viele. Es gibt einen Agnostiker, es gibt Deismus, Atheismus oder wie bei Ihnen, so spirituell mäßig. Ich Okay. bin mir nicht so sicher. Also du musst, sagst jetzt so, du musst da ein bisschen so deinen Weg für dich finden, was jetzt Ja. dir am, ja, wo du jetzt die Wahrheit, sagen wir es mal so, am besten erkennen kannst. Könnte man so Ganz genau. sagen. Ja, das ist auch, was ich sage, das ist auch richtig und wichtig. Ich bin ja zum Beispiel, ich wohne ja in Ulm, ne? Und in der Hirschstraße in Ulm. Das sind ja immer alle möglichen Glaubensrichtungen. Also das sind Zeugen Jehovas, das sind Muslime, Buddhisten und Hindus und alles Mögliche. Und die verteilen Flugblätter. Und ich habe mit allen schon diskutiert. Ne? War immer hochinteressant. Und jeder hat gute Argumente. Gell? Und Ja. aber wer hat denn jetzt recht? Wenn ich jetzt so als 0815 Sinnsuchender dahin gehe, dann frage ich mich natürlich, okay, da muss ja irgendwo, wenn ich jetzt jeder gute Sachen, also aufzeigt aus seiner Religion, da muss ich doch irgendwo sagen, okay, da gibt es gute Sachen, aber schlechte Sachen, aber im Endeffekt sind es doch alles irgendwie Puzzleteile der Wahrheit. Also gucke ich doch selber, dass ich selber
mir mein eigenes Bild schaffe, dass ich verschiedene Bücher lese und das mir dann rausziehe, was ich dann für mich als Wahrheit erkennen kann. Und dann bin ich quasi freispirituell. Oder das, was ich mir auch auf meinem Kanal bezeichne, also spirituelle Anarchistin. Übrigens, du weißt ja, ich bin ja auch transsexuell, also ich habe mich seit 3 Jahren dazu bekannt und habe auch das immer schon so empfunden. Ja, also ich habe so immer so einen weiblichen Schlag gehabt. Also früher haben sie gedacht, also ich wäre quasi Mädchen, meine Schwester hat mal für einen Junge gehalten. Ja, die war irgendwie so burschikös und hart und so, und ich war so zart und so, weißt du, und so, ja, zurückhaltend. Und ich habe mir das eigentlich eine Zeit lang auch, weil das auch diskriminiert worden ist, habe ich das in mir selber unterdrückt, weißt du? Also ich habe diese weibliche Seite in mir selber bekämpft, ja. Und da war das dann so, dass ich sogar, ich wollte sogar mal eine Zeit lang sogar mal den Islam annehmen, weil ich dachte, okay, da ist man als Mann was wert, da gilt man was, ja. Aber bin dann trotzdem auch zurückgeschickt. Da war ich noch der bärtige Jürgen und so. Und da war, habe ich mal so die Idee gehabt, okay, wenn man Islam annimmt, da hat man als Mann Macht, da kann man als Mann natürlich Macht ausüben und so. Und aber ich bin da echt zurückgeschreckt, weil ich habe mich dann immer mehr mit dem Islam beschäftigt. Und wo ich dann gehört habe, dass man zum Beispiel auch, dass man Schwierigkeiten hat, wieder auszutreten, dass man das auch mit Tode bedroht oder halt bedroht wird, na, dann haben wir gedacht, oh nee, lieber nicht, na, also das, dann lasse ich doch lieber die Finger davon. Und das war natürlich auch gut, weil, wie gesagt, jetzt habe ich mich immer mehr mit dem Islam beschäftigt und stehe immer mehr dahinter und verstehe dann immer mehr Sachen. Und deswegen war das dann echt gute Entscheidung. Und wie gesagt, also ich habe dann, vor 3 Jahren, wo dann meine Mutter gestorben ist, habe ich gesagt, scheiß drauf, ja, ich will ja, ich bin jetzt, sag mal, also ich bin jetzt 44, alt werden möchte ich nicht unbedingt, also ist mir das egal, was die Leute über mich denken. Ich habe dann mein Bart weggemacht, ja, habe angefangen zum Schminken. Meine Mutter war dann noch cool drauf, die hat das noch unterstützt, die hat es halt toll gefunden und hat gesagt, ja, das steht zu dir, du siehst schön aus, na, hat mir die Haare lang wachsen lassen und so, und haben mir gedacht, ja, das gefällt mir so. Und das war schon immer eigentlich, dass ich nicht derjenige bin, wo Frauen aufreißen möchte, sondern ich bin derjenige, der bewundert werden will, ja, so, ach, du bist ja schön aus und so. Und das ist ja auch noch so ein Punkt, weißt, wo ich da auch denke, dass es da auch im Islam da auch große Probleme gibt. Wenn man jetzt zum Beispiel als Mann zum Beispiel andere Männer liebt oder so, na, was ja eigentlich nicht schlimm ist, ja, also das ist ja nichts, man liebt ja nur einen Mann, ja. Aber es gibt ja wirklich islamische Länder, da waren Homosexuelle ja getötet, ja, also das ist ja, es gibt zwar überall Diskriminierung, aber auch in Russland zum Beispiel gibt es ja ein Gesetz, wo Werbung für Homosexuelle verboten ist, aber das ist Ja, ja aber Klacks. Nationalismus war es ja auch so. Genau. Ach so, ja gut, da wollte ich noch fragen, wie bist du, wenn ich fragen darf, so von politisch, bist du überhaupt politisch eingestellt? Was denkst du Klar über bin ich. AfD? Oder bist du links, linker Also ich Islamkritiker bin oder Mitte links. Mitte links? Aha, okay. Also Und so die SPD. Ideologie, also bei mir ist die Ideologie einfach so, also ich bin Kemalist. Ah, gut, ja. Also Sozialdemokratie und so, halt sowas ähnliches wie die SPD. Also so einen Ja, vernünftigen und Sozialismus, kann man sagen, demokratisch ja, vernünftiger. Laizismus, also Trennung von Staat und Religion. Ja. Aber da ist ja gerade in der Türkei ja gerade so eher so, dass das Rad mit dem Erdogan ja zurückgedreht wird. Ja, ich Das hasse ihn. Ja. ja, das wird ja immer schlimmer. Und ich denke mal, es ist ja auch schwierig, wie Menschen aus der türkischen Community den Erdogan zu kritisieren, ja, also weil die Erdogan-Anhänger, das hatten, da gibt es ja mit dem Boxer Özal Arik, genau, das habe ich ja Von auch denen habe ich gesehen, auch T-Shirt bekommen. ja, super, also da habe ich auch gesehen, wie da, also diese Hardcore-Muslime, diese Erdogan-Anhänger da gleich aggressiv werden und gleich beleidigend. Und das habe ich auch selber, weißt du, bei mir war es ja so, das habe ich auch selber erfahren, als ich mal nur mal geschrieben habe auf Facebook, dass ich jetzt den Islam kritischer sehe. Nur das habe ich so gepostet. Na? Und da waren also einige Muslime, Türken, ja, also ich habe mit Türken eigentlich meistens gute Erfahrungen gehabt. Also wirklich, ich habe absolut auch nichts gegen Muslime, da gibt es auch sehr viele herzensgute Menschen, weißt du, also da habe ich sehr viele auch gute Erfahrungen gemacht. Aber da, wie der kritisiert Islam, da ist gleich sofort Feindmodus. Boah, ich bin gleich durch, also damals noch Rassist und so und ja, und das geht gar nicht und sind dann gleich beleidigend geworden, gell, und
Der hat gesagt, was geht jetzt ab? Gell? Also, wo Facebook-Freunde, wo eigentlich schon gutes Verhältnis gehabt habe, nur weil ich das geschrieben habe, muss ich mal vorstellen. Und da habe ich mir gedacht, oh, das da ist doch echt was komisch. Na? Also, das ist bei den Muslimen, man kann so sagen, so die herzensgute Sturköpfe oder so. Wenn man Islam kritisiert, oh, da verbrennt man sich gleich die Finger, da sind sie gleich aggro und auf 180 und was weiß ich. Also es gibt da wenige, wo da cool bleiben, wenn man mal den Islam kritisiert, gell? Siehst du ja auch bei den Videos von Michael Stutzenberger, wie die da gleich auf 180 sind. Aber. Ich hatte voll den Gehirnschmelz bekommen, wirklich. Also die Jugendlichen dort, die sind sehr leider nicht so erfahrend mit Entwickelt der oder so, könnte Kultur man sagen, ja. entwickelt, ja. Ja. Ich glaube, die lügen auch, weil die eine hat ja gesagt, dass sie auch Koran liest, aber liest du es auch in Türkisch, dass du es auch verstehst? Man muss es ja auch verstehen. Ja. Ja, und das war so, die junge, du meinst ja, die junge Muslime da in dem Video, die hat mich auch angesprochen. Die hat gesagt, was für eine Religion sind sie? Dann habe ich gesagt, ich bin frei spirituell. Na? Also, ich brauche keine Religion. Also, ich habe meinen eigenen Glauben. Na? Obwohl ich an Gott glaube. Also, ich glaube halt an einen Schöpfer Gott, ja, an die Liebe, sag mal, Gott ist für mich Licht und Liebe. Und das habe ich halt dann gesagt. Und dann hat sie gesagt, wenn sie keine Religion haben, dann sollten sie sich nicht um andere Religionen kümmern. Dann habe ich gesagt, na, also Moment mal, wenn der politische Islam die Gesellschaft bedroht, dann geht es ja alle an. Also alle, wenn der politische Islam, der bekämpft ja alle, die wo andere Natürlich, Religionen ja. haben, dann geht es mich ja auch was an. Ja? Weil ich ja dann auch, wenn der politische Islam mächtig zu mächtig wird, dann war ich auch in Frage gestellt und so weiter. Und der Witz ist ja, weißt, guck mal die Mädels an, wie die rumlaufen. Ja, die eine voll offen, sieht man voll die Titten. Ja, da bin ich auch voll ausgerastet. Die enge Hosen, na, sieht man voll den Arsch, drückt voll den Arsch raus, enge Hosen, nicht verhüllt, gar nichts und verteidigen den politischen Islam. Also, Ja, das. und dann die Jungs, ja, Ja. die machen doch auch Selbstbefriedigung Ja, jeden ja, Tag. ja, ja. Und leider wird auch die Selbstbefriedigung im Islam auch als eine Sünde angesehen. Ja. Obwohl es alle machen. Ja, Das das. ist wie Wasser trinken. Das ist was ganz Normales, was natürlich ist. Warum Ja. sollte man sowas verbieten? Eben, ja. Und das, es gibt schon da auch Parallelen, sage ich jetzt mal, von dem politischen Islam zu der katholischen Kirche, was es ja auch, gut, das war, sagen wir es mal so, die hat es auch kritisch, also eher schon schlecht immer dargestellt, also wenn man Selbstbefriedigung macht. Also jetzt zum Beispiel auch bei den Mönchen oder so, da wird auch guckt, dass das niemand macht. Und was ist dabei rauskommen? Ja, diese sexuelle Energie, des Menschen muss irgendwie raus. Die kanalisiert sich. Und dann kam sowas raus wie Kinder ja, belästigen oder vergewaltigen oder sexuell missbrauchen und Ja, so. natürlich, ja. Weil Das die kommt auch sexuelle Energie, vom. die muss ja raus, die muss ja irgendwie ausgelebt werden und so weiter. Und wenn das nicht geht, dann kommen lauter so Perversionen raus. Und das kann es irgendwo nicht sein. Wird ein Tier halt. Dann Ja. wird man so bewusst, Ja, dann wird ja. man angreifen. Ja. Ja, und das sehe ich ja auch, und ich sage ja auch, zum Beispiel kritisiere auch die katholische Kirche, na, weil sie sagen, ja, das Christentum, das Christentum, das Christentum. Aber erstens mal macht das eine das andere besser. Weil wir haben ja schon den religiösen Wahn gehabt im Mittelalter und im Christentum. Das haben wir ja überwunden, da sind ja viele gestorben durch die Aufklärung und so weiter. Und jetzt kommt mit dem Islam wieder ein religiöser Wahn. Verstehst du? Erstmal das ist schon mal der erste Punkt, das wollen wir ja verhindern. Der zweite Punkt ist ja, mit Jesus kam ja die Feindesliebe und die Nächstenliebe. Also die Christen konnten sich ja gar nicht mehr auf das Christentum berufen, wenn die jetzt zum Beispiel Kreuzzüge gemacht haben oder Indios da abgeschlachtet haben in Südamerika. Aber im Islam sieht es halt schon anders aus, weil da kam nicht dieses Update mit Jesus von Feindesliebe und so weiter, sondern eher im Gegenteil. Da ist diese kriegerische und diese Aggressivität durch Mohammed ja noch verstärkt worden, noch verschärft worden, ja. Und das ist halt noch mal eine andere Schärfe, eine andere, ja, sei jetzt mal so, Problematik bei dem Islam, ja. Ich weiß nicht, Es wo, ist ja, ja, du wolltest was sagen? also vom 7. Jahrhundert kommt es ja, die Schriften und so alles. Und da denke ich mir immer, da könnte doch ein Fehler passieren. Also, oder weiß nicht, solche Schikanien oder so ähnliches, weil wie kann es sein, dass man sagt, dass es 100% echt ist? Oder die sagen, dass das Buch heilig ist. Ja, Und dann haben die gesagt, das Buch kann man nicht zerstören. Wenn man das Buch zerstört, dann wird man sterben, da wird man geschlagen von was oder vom Dschinn und so ähnliches. Da haben es viele gemacht, ist nichts passiert. Ja, es ist ja auch so, wenn jetzt zum Beispiel
ich habe ja mit den jugendlichen Muslimen geredet, ja. Und hab ich ja gesagt, wenn jetzt, also wenn der mal gesagt haben, die Leute, die zum Beispiel Dschihad machen, also Menschen umbringen und so weiter, die haben den Koran nicht verstanden, ja. Und da habe ich gesagt, also diese ganzen Leute, die also Gewalt ausüben im Namen Allahs, die haben also alle den Koran nicht verstanden. Aber wenn die jetzt, ja, wenn die jetzt nicht was falsch verstanden haben, ja, wieso kann das nicht auch sein, dass die, die den Koran geschrieben haben, das waren ja auch nur Menschen, nicht auch was falsch verstanden haben von Gott, habe ich mal gefragt. Und da haben sie dann wieder vom Thema abgelenkt. Und ja, und es sind nicht alle so, aber weißt, wenn du das so kritische Fragen stellst, da lenkt er einfach, was klingelt er einfach so vorbei und kommt dann wieder was ganz anderes daher und sagt, ja, aber das, aber unsere Familie und macht das nicht und was weiß ich, wir sind ganz brav und so weiter. Also, ja, also, es kann ja sein, dass man was falsch verstanden hat von Gott. Ja, also, die Leute, die, also Moses und so weiter, das waren ja alles nur Menschen. Moses hat ja auch zum Beispiel Mord begangen und so. Also, das kann ja niemals Gott für gut achten, gutheißen. Also, und das, und er hat ja auch mit Sicherheit auch Sachen falsch verstanden. Und ich habe da mal ein super Buch, das kann ich dir echt empfehlen, wenn du gerade so auf der Sinnsuche bist. Da musst du mal das Buch lesen: Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh. Und da spricht Gott in der heutigen Zeit. Also, da ist quasi der Neil, der hat, also der Schriftsteller, der war ganz schlimme Situation, der wollte sich umbringen, der war obdachlos und alles, ne? Und dann auf einmal wollte er einen wütigen Brief an Gott schreiben. Und dann fängt er an so zum Schreiben und wollte antworten. Ja, also da schreibt er dann einen Brief an Gott. Am Anfang war es nur, wollte es nur ein Brief sein. Und auf einmal hat er erzählt, hat sich die Hand plötzlich von selber bewegt. Also wie wenn jetzt da quasi ein Geist da wäre. Und dann hat Gott zum geschrieben, ja, willst du nur antworten oder willst du nur Dampf ablassen? Und dann ist ein super Dialog entstanden und ich sage mal so, das kommt dem wahren Gott zumindest am nächsten. Ja? Also das ist der Knüller, mir sind die Augen aufgegangen, wo ich das Buch gelesen habe, wie Gott das Universum alles erzählt. Und da sagt Gott so, also der für mich wahre Gott, sagt also, dass die Menschen, die Bibel und Koran geschrieben haben und so, die haben den, haben ihn nicht ganz, also falsch verstanden, auch das ganz anders, er hat das auch ganz anders gesagt und auch ganz anders und sowas, was der Mose zum Beispiel gesagt hat, also mit den 10 Gebote, das war nicht, dass Gott gesagt hat, ihr müsst es machen, sonst passiert das, das, sondern ihr macht es einfach, das nicht von euch aus, wenn ihr jetzt um meinen Weg gegangen seid, also zum Beispiel stehen oder sowas, macht ihr einfach nicht, aber nicht, dass es irgendwie Gebot ist oder dass mir jemand aufzwungen ist, also was aufzwingt. Also das hat auch Gott niemals gesagt, dass man irgendjemand irgendwas aufzwingen soll. Also, dass irgendein Mensch überhaupt das Recht hat, einem anderen Mensch quasi zum sagen, du musst das machen, du musst das machen, du musst das glauben. Niemals, niemals würde Gott sowas tun. Weil damit würde ja der Mensch die Freiheit, den freien Willen nehmen, selber zu entscheiden und selber Erfahrungen zu machen. Und um das geht es ja. Es geht immer um Entwicklung. Es geht immer um Weiterentwicklung. Du machst Erfahrungen und entwickelst dich weiter. Und dazu, das musst du frei machen. Du musst jedes Buch lesen können. Du musst dich über alles informieren können, damit du dir selber ein Bild machen kannst und damit du selber für dich die Wahrheit oder deinen Weg, deinen Seelenplan quasi für dich erfüllen kannst. Und ich denke einfach, das ist der Weg. Oder wie würdest du das sehen? Also ich sehe das so, also zum Beispiel, es entwickelt sich ja auch vieles in Sachen Software. Also die Programmierer, die machen es echt hart und bringen neue Sachen. Und warum gab es dann in dieser Zeit, wo im 7. Jahrhundert sowas nicht, wenn Gott so viel Macht hat, wenn Gott alles machen kann, wieso hat er dann in diesem Jahr nicht solche Technologie einfach gezeigt? Oder warum ist er so geheimnisvoll? Kennst du Erich von Däniken? Erich von Kommt mir Däniken. nicht vor. Erich von Däniken hat ja, das ist jemand, das ist der bekannteste Mann, der behauptet, dass schon mal Außerirdische schon mal auf der Erde waren und die Menschen schon Technologie gebracht haben. Also zum Beispiel mit den Pyramiden, da hat er auch einige Sachen auch zeigt, wo ich sage, da gibt es einige Indizien, ja, wo wirklich glaubt, sowas wie die Pyramidenbau jetzt oder auch die sind ja fast ähnlich, die Pyramiden in Ägypten mit den Pyramiden in Südamerika und so, dass es niemals von Menschen gemacht werden kann, weil die noch gar nicht die Entwicklung gehabt haben, sondern da muss jemand von außen, Außerirdische gekommen sein, die Technologie gebracht haben. Also. Das ist sehr interessant, weil ich beschäftige mich auch mit der Ufologie ein bisschen, weil
Ich weiß, wenn ich das sage, glauben sich so viele, weil man muss es nicht glauben, weil ich habe es selber gesehen. Wer es nicht glaubt, der muss es nicht glauben, aber wer es auch sieht, dann wird es auch glauben, weil ich habe halt ein UFO gesehen. Der war voll kunterbunt. Richtig. Ja gut, wie gesagt, für mich wäre es eine Beleidigung der Schöpfung, wenn wir sagen würden, es gibt nur den Mensch als einzige intelligente Lebensform in dem unendlich großen Universum. Und da der Gott, an den ich jetzt glaube, auch ein Gott der Fülle ist und der Vielfalt ist, glaube ich sehr wohl, dass es Außerirdische gibt. Warum denn auch nicht? Und es ist denkbar, dass die auch schon mal hier gelandet sind. Und ich habe das ja auch angeschaut vom Erich von Däniken, kann ich dir echt empfehlen. Gibt es Videos, gibt es Bücher, alle möglichen Bücher. Ich habe das auch mal, das Buch mal gelesen, ich weiß nicht, das war aber schon lange her. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber auf jeden Fall, die Dokumentationen fand ich immer so hochinteressant und der hat wirklich gute Indizien, ja. Also da sind zum Beispiel Steinbilder von diesen Göttern, was da quasi auf die Erde gelandet sind. Und die haben Helme auf, die sitzen da quasi wie in einem Raumschiff, wo Hebel betätigen und so weiter. Sieht wirklich aus wie jemand, der im Raumschiff sitzt, ja. Und manche so Berichte, da kommen also schon ziemlich der Verdacht auf, dass es sich hier um UFOs handelt, dass es sich um Raumschiffe handelt. Auch mit der Geschichte aus der Bibel, mit dem Hesekiel, der quasi auch von anscheinend von Außerirdischen geführt worden ist. Der hat auch gesagt, da war eine Stadt im Himmel. Na? Der konnte, wusste ja nicht, was ein UFO ist oder was ein Raumschiff war, sondern hat er gesagt, da ist eine Stadt im Himmel, da ist er quasi entführt worden und so. Also ich kann das jetzt nicht in ganzen Einzelheiten sagen, das wollte jetzt auch wahrscheinlich das Video sprechen, da wären wir wahrscheinlich bis morgen früh noch da. Also das ist wirklich hochinteressant und darum sollte man sich mal beschäftigen, frei, als frei Wissende, als frei Suchende, ohne religiöse Dogmen einfach. Das ist einfach mein Weg. Übrigens, ich würde mir jetzt politisch auch eher als links orientieren. Ja, also ich sage zum Beispiel überhaupt nichts von der AfD, weil die AfD ist für mich sehr primitiv, manchmal ist es auch sehr unterentwickelt, auch sehr, was Frauenbild anbelangt und einige Sachen, auch sind neoliberal. Na, Also ja, ich finde es sehr komisch, weil ich habe mal die AfD-Webseite durchgelesen. Da gibt es dann so ein Dokument, da stand dann alle Institutionen, Vereine, die rechtsextrem oder Islam oder so ähnlich ist. Und was ich sehr komisch finde, die sind gegen Kommunisten, also alles, was mit Marxismus, Leninismus ist, also mit allen. Und gegen halt. Und aber die nicht gegen deren selber, weil da gibt es ja auch rechtsextreme Politik da drin. Das muss man wissen, das gibt's. Und ich kapiere das halt nicht so, weil die sagen ja, wir sind gegen Kommunisten, wir sind gegen Sozialisten, wir sind gegen SPD, CDU und so, aber die selber sind halt auch nicht so best. Ja, das war ja am Anfang war das ja noch fast in der Mitte, die AfD. Ja? Die war ja bloß eine eurokritische Partei. Also nur den Euro haben sie kritisiert. Oder man könnte sagen, dass sie von der CDU aber auch nur ganz leicht rechts war, von CDU, CSU, aber minimal. Und dann ist ja losgegangen, dass die Rechte das immer weiter, immer mehr unterwandert haben. Ja? Und immer mehr diese liberalen oder konservativen Kräfte dann ausgeekelt haben. Ja? Und jetzt haben die immer mehr quasi die Macht erlangt und das ist halt einfach, ja, weil die alle, die wo sich dagegen gestellt haben, gegen die Rechtsextremisten, die haben ja dann, die sind ja dann eine Spalte und was weiß ich, da hat es ja auch Parteien, in der Partei hat es halt auch Flügelkämpfe und Gerber und komischerweise hat sich immer mehr der rechte Flügel da immer mehr anscheinend durchgesetzt, wenn man sich das so beobachtet hat. Also die AfD quasi ist immer weiter nach rechts gerückt. Und gerade je mächtiger sie geworden ist, desto mehr haben sie sich traut. So kommt mir das so vor. Also wo sie im Bundestag waren, dann ist dann mal der Ton dann immer schärfer geworden, weil sie konnten sich dann immer mehr erlauben. Ja. Und wenn man das so sieht, ist das also die AfD schon eine ziemlich gefährliche rechtsextreme Partei. Also die hat auch ein Programm, ja zum Beispiel auch neoliberal. Also nur die Reiche, ja Steuersenkungen für die Reiche. Hartz-IV-Empfänger wollen sie zur Arbeitsverpflichter und was weiß ich nicht alles wollen ja Sozialstaat einfach abbauen, ja. Das sage ich, das muss ich, das lehne ich, sowas lehne ich total ab. Ich bin da auch irgendwo, ich war ja auch in der Linkspartei übrigens mal ein paar Jahre. Und ich sagte auch, ich bin auch ein sehr sozialer Mensch. Das finde ich einfach wichtig, das soziale Gefüge. Weil jeder kann einmal auch aus dem Hamsterrad mal ausfallen, aus dem ganzen
Leistungswahn, was wir ja haben. Ja, es wird ja immer mehr Leistung vom Menschen auspresst. Ich bin ja jetzt auch seit 4, 5 Jahren, dürfte es bald sein, bin jetzt auch Hartz-IV-Empfängerin. Einfach deswegen, weil ich bin so durch Mobbing psychisch fertig gemacht worden und dass ich es nicht mehr gepackt habe. Also ich habe Zitteranfälle gekriegt, ich war auch in psychiatrischer Behandlung, ja, nehme heute noch Tabletten. Und ich sage einfach, es gibt so viel Burnout und so viel Mobbing und so weiter. Es ist, es gibt, es ist, ich finde es gut, dass es ein soziales Netz gibt. Und ich finde auch gut, wenn es auch zum Beispiel so etwas wie bedingungsloses Grundeinkommen gibt, damit auch der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber nicht mehr so erpressbar ist. Weil wenn der Arbeitgeber sagen kann, du, ich schmeiß ihn aus und dann bist du Hartz IV oder gleich obdachlos, dann hat ja jeder Arbeitnehmer Angst und macht alles, was der Arbeitgeber macht. Ja? Also man wird quasi erpressbar. Aber so, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, dann kann ich als Arbeitnehmer sagen, du Chef, komm mal nicht blöd, weil sonst nehme ich das BGE und dann kannst du deinen Scheiß selber machen. Und dann wird der Chef sagen, okay, wir verbessern die Arbeitsbedingungen und so weiter und wir verbessern das Klima und wir verbessern den Lohn und so weiter. Und dann wäre das, sag ich jetzt so, der richtige Schritt in die richtige Richtung. Und wie gesagt, das sind halt so viele so Sachen. Zum Beispiel bin ich auch für Umweltschutz. Ja, ich bin auch fürs, ich glaube jetzt zum Beispiel auch an den Klimawandel, weil die Menschheit verbraucht sehr viel, die konsumiert sehr viel. Dadurch, ja, durch die ganze Industrie, natürlich ist es für mich nachvollziehbar, dass sie dadurch auch durch das CO2, das Klima sich erhitzt, ist für mich absolut nachvollziehbar. Es werden immer mehr Menschen macht immer mehr Müll, na? Und dadurch entstehen Probleme, ja. Oder? Was mich sehr stört, ist halt die Türkei. Okay. Dort geht es halt echt blöd, auch mit der Wirtschaft und mit den Lebensbedingungen dort. Ich meine, da sitzen fast 1 Million im Knast und das wissen halt nicht so Oh. viele, weil das halt alles geheim ist. Da Wahnsinn. gibt es Folter, da gibt es alles. Also da gibt es auch viel Korruption, viel Aha. Müll und Ja, krass. ja. Ja. Da wird man halt, das ist auch sehr viele Hungrige, weil die nicht so viel gut verdienen können. Und die arbeiten auch sehr viel und bekommen halt so 2500 Lira, was halt schon die Hälfte, über die Hälfte schon weggeht und dann ist es halt sehr wenig immer noch zu leben. Also, da gibt es ein paar Videos, die nehmen einfach vom Müll essen. Ja, Also. ja. Und da gibt's, und das Krasse ist ja, dass hier, ich glaube, 65% der Türken, dass die hier dann den Erdogan wählen. Also, Kann das ich ist, Ihnen sagen, ob. das versteht auch niemand, ne? Ich Also hier weiß die es. Freiheit genießen und dort unten eigentlich die eigenen Landsleute im Pfanne hauen, die vielleicht, wo da vielleicht eher die Mehrheit sagt, nee, wir wollen keinen Erdogan mehr. Und die bei uns wählen da quasi den Diktator, müssen es dann nicht ausbaden. Das ist natürlich schon, also das Ja. ist natürlich schon heftig, ja. Also Was auch das. heftig ist, zum Beispiel Wikipedia wurde auch in der Türkei gesperrt, seit einer langen Weile, weil da Infos waren, halt, die halt kein türkischer Bürger wissen sollte über die Regierung oder was Erdogan oder die AKP gemacht hat. Oder auch wegen paar Geschlechtsorganbilder. Da wird dann halt auch vieles über Porno-Webseiten gesperrt. Also viele Türken in der Türkei nutzen VPN, um Pornos zu schauen. Weil Okay. es gesperrt ist. Aha. Ja, das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist ja, was man da auch so ein krasses Gesetz, was der Erdogan da irgendwie wollte, war, dass er Frauen verbieten wollte, in der Öffentlichkeit zu lachen. Da wollte er quasi Geldstrafen aussprechen, weil Frauen in der Öffentlichkeit sollten sich nicht so benehmen, dass sie in der Öffentlichkeit lachen. Dann denke ich mir, hey krass, was geht ab? Also Wie irgendwo. gesagt, der ist ein Psychopath, also der ist seelisch krank, auch psychisch alles gehirnkrank, er ist kein normaler Mensch. Ja, so kommt das langsam auch vor. Also das ist ja echt, das ist ja echt heftig. Also Am liebsten hätte ich ihn geschlagen. mach dir deine Finger nicht schmutzig. Das hat mal ein Freund zu mir gesagt, hey, weil da wollte ich auch mal jemanden prügeln, der hat mich immer geärgert und da hat er gesagt, komm, mach dir deine Finger nicht schmutzig. Das ist echt so. Die Typen sind es nicht wert. Ja, das sind einfach krass unentwickelte Vollidioten. Und ich kann halt nur beten, dass sich das irgendwann ändert, dass da Bewusstsein entsteht, ja, und dass dann irgendwann die Leute, ich habe immer noch die Hoffnung, dass die Leute irgendwann aufwachen, dass sie sagen, nee, jetzt hab ich genug. Na? Also jetzt habe ich echt die Schnauze voll, weil, wie gesagt, das würde ich mir auch wünschen, weil ich viele Türken kenne. Es gibt wirklich herzensgute,
Ich sage immer, das sind die herzensgute Stuhlkippe. Ne? Die, also, es gibt viele herzensgute, aber sowas mit ihrem Religion und ihrer Politik, das sind die irgendwie so, was auch nicht, wie soll ich so klar, halb altmodisch, wie bei uns früher. Ne? Also so ticken die. Aber wir haben mussten bös vieles lernen. Weißt du, wir Deutsche, wir haben sind durch die Hölle gegangen, zwei Weltkriege verloren, ne? Und Ja, dadurch das. wird man natürlich schon anders. Also das ist ja nicht so, dass wir dann sagen, ja hurra und Nationalismus super, sondern dass es gibt natürlich auch Neonazis, klar, aber die Mehrheit der Deutschen will halt mit Nationalismus nicht mehr so viel zu tun haben. Also die haben halt die Schnauze voll. Ja, gut, wenn Fußball ist, okay, aber dann ist schon wieder gut. Ja, also es kommt einfach aus der Erfahrung. Ja, weil Krieg halt wirklich eine schlimme Erfahrung ist für die Menschen, was auch die Seelen, auch viele Seelen zerstört haben. Das geht's ja auch. Das ist ja das Wichtige. Körper ist gar nicht Ja. mal so wichtig, aber die Seele, ja. Und das inkarnierst du dann. Das wird dann wiedergeboren und dann wird es auch wieder, das trägt sich dann immer weiter und das ist halt dann, irgendwann sagst du, nee, jetzt muss das, damit muss echt Schluss sein. Ja, also was die Leute auch nach dem Krieg, was die da, die Aufbaugeneration, was die auch viel arbeiten mussten und so, schuften und trotzdem noch hungern, ja, das war schon übelst, ja. Und deswegen denken halt viele Deutsche nicht mehr nationalistisch, ja. Also von dem her sind die Deutsche weiter. Jetzt will ich mich auch nicht erheben und sagen, ja, die Deutsche super, die Türken schlecht. Nee, es gibt ja auch viele Sachen, was ich zum Beispiel die Türken gut finde. Zusammen, Familienzusammenhalt, ja. Auch in viele Sachen wie menschlich, denken die Türken viele Sachen viel menschlicher wie die Deutsche, ja. Das ist auch was, wo ich sage, das finde ich bei den Türken zum Beispiel wieder Das gut, liegt ne? auch wirklich an der Seele, weil es gibt auch solche türkische Lieder, die haben halt voll Harmonie, also auch solche emotionalen Lieder, und das hört man halt oft Tage früher, und das ist, glaube ich, einfach so gespeichert in uns. Ja. Ja, klar. Also, wie gesagt, das ist ja, wenn wir, wenn das, also was ich ja da kritisiere, ist wirklich nur diesen Bestandteil der Religion, ja. Also, weil ich jetzt, ich kritisiere auch die Religion allgemein, ja. Aber wenn ich jetzt die Religion allgemein kritisiere, kommt natürlich der Islam natürlich auch dazu. Ist ja logisch, ja. Viel, weil es gibt echt Linke, die das eben nicht, wo ich manchmal denke, das machen die nicht aus Angst, dass sie dann als rassistisch dastehen, ja. Deswegen sagen sie lieber nur, reden gar das Thema Islam an und nee, weil sonst könnte man an der rassistischen Ecke stehen. Und das ist einfach, für mich ist das einfach eine Heuchelei. Also ich habe Videos auch gemacht gegen Christentum. Ja, also habe ich auch schon. Wie heißt es jetzt nochmal? Die Antwort an, wie hat jetzt nochmal Carlson, Jennifer Klassen, ja. Die ist so fundamentale Christin, die halt gegen die Spiritualität wettert. Da habe ich auch Videos gemacht und so, habe das auch öfters angesprochen. Damit habe ich gar kein Problem, ja. Aber ich muss natürlich den Islam auch ansprechen. Wie gesagt, das krasseste Satz ist irgendwie, im Koran steht, du sollst Gott fürchten. Also du sollst Gott Ja. fürchten. Also das heißt, also Gott, es ist gar kein Gott der Liebe, ne? Der Furcht verbreitet. Und da geht es bei mir schon los, wo ich sage, oh nee, das kann es nicht sein. Also das kann kein Also nicht im, also das kann in Teilen eine gute Religion sein, aber in Teilen halt eben nicht. Also in Teilen ist das halt schon wirklich eine krasse Religion, also wo schon ziemlich zur Gewalt neigt. Und das muss man halt sehen und das muss man halt ansprechen, ja. Und ich finde halt gut, dass der Herr Sturzenberger das anspricht, darüber diskutiert, dass er Finde ich jetzt, super. ja, dass er AfD unterstützt, okay, finde ich nicht gut. Dann möchte ich auch mal nochmal mit ihm reden, dann möchte ich auch nochmal diskutieren, aber wie gesagt. Ach so, das wusste ich nicht, also. Ja, aber gut, ich kann es natürlich nicht sagen, du darfst es jetzt nicht. Natürlich, er hat seinen eigenen Weg, aber ich werde darüber schon nochmal reden und was ihm schon nochmal reindrücken, was ich von der halt, also von der AfD halt. Also außer Islamkritik kann ich sagen, kann ich an der AfD nichts Gutes finden. Okay, ich sage mal so, natürlich sowas zum Beispiel wie arabische Clans, Großfamilien, sowas. Wenn man die abschiebt, habe ich auch nichts dagegen. Ne? Denen, sag jetzt mal, weine Tränen nach, wenn man solche abschiebt. Ja? Weil das ist wirklich übel. Die übernehmen da schon ganze arabische Clans, übernehmen schon ganze Stadtteile und so. Und da sage ich auch, also da bin ich vielleicht in diesem Punkt vielleicht auch patriotisch, da sage ich, das geht wirklich zu weit. Also das würde ja keine Nation zulassen, dass es so weit kommt. Die haben ja schon Polizisten, da waren, muss man vorstellen, da kam in Essen war das, glaube ich, da haben arabische Clans sind mit ihren Autos, die haben rausgefunden, wo deutsche Polizisten ihre Kinder in Kindergarten reintan haben. Also das war ein Kindergarten, da waren viele Kinder von Polizisten. Ne? Da sind die mit schwarzen Autos vorgefahren und haben da so Anzeigen gemacht so, und so, ne? Die holen wir uns. Ne? Da denke ich mir auch, hey, was geht denn ab?
Da vergreifen sie sogar an die Kinder. Das muss man sich mal vorstellen. Und da sage ich, da muss, wenn da der Staat rigoros durchgreift, da habe ich nichts dagegen. Oder solche Leute Abschied. Verstehst du? Okay, da sage ich auch, muss das sein. Aber man muss es auch sehen. Viele flüchten ja wirklich von Verfolgung. Viele flüchten ja wirklich vom Islam. Und ich finde schon, dass man die auch aufnehmen sollte. Ja. Und es ist auch, man muss sich ja nicht wundern, wenn es Flüchtlinge gibt, wenn man jetzt, wenn die Reichen der Welt nichts für die armen Länder tun, ja, oder die auch bloß meistens bloß ausnutzen mit ihren Firmen, da dass sie der Nestle und so weiter, die da die ganzen afrikanischen Länder ausbeuten und so, dann ist ja kein Wunder, dass auch Flüchtlinge kommen. Das muss man halt aussehen, ja. Also ja. So sehe ich das. Ich kann da also von der AfD kann ich nicht viel abgewinnen als Partei. Also ich würde eher nur die Grüne wählen, aber darum fällt mir halt wieder die Islamkritik. Das ist halt, wie gesagt, da muss sie, also ich bin halt zum Beispiel auch, ich ernähre mich jetzt vegetarisch, also fast vegan, also ich bin ja zum Beispiel auch für den Tierschutz, ja, ich bin auch für den Umweltschutz. Das ist mir, wo das war, in Dänemark, da ist mir so richtig die Augen aufgegangen, wo der Coronavirus in so einer Nazi-Farm mutiert ist. Das, ich habe Tränen geheult, also 17 Millionen Nazi grausam vergast. Und die sind auch nicht, die haben nicht schon einen schnellen Tod gehabt, sondern sind elendig vergast und dann frage ich mich, hey, was geht denn ab? Ja, also. Das ist erinnert an die Nationalsozialismuszeiten auch. Ja, also da denke ich mir auch, erinnert mich an den Holocaust, an von den Juden, ja. Und da muss ich echt sagen, das hat mir so die Augen geöffnet, Imre, dass ich echt jetzt geguckt habe, was kann ich, wo kann ich Fleisch verzichten? Ich habe da überall Fleisch, ich kaufe nicht mal mehr Fisch. Also ich habe überall alles raus, alles Fleisch, Ersatzprodukte vom Rewe. Kauft und kaufe jetzt immer, ja, und jetzt habe ich auch Hafermilch zum Beispiel Milch schon ersetzt. Das einzige, was ich nur Milchprodukte habe, sind so man ab und zu so ein Joghurt, aber da gucke ich auch, dass ich irgendwie nur vegane Variante finde. Also es ist nicht mehr, es ist fast schon vegan. Also Eier habe ich noch okay, aber da auch nur die, wo ohne Küken schreddern, also die Bio-Eier, ja, also immer mehr Bio und vegan, weil ich gesagt habe, nee, ich möchte mich da nicht mehr an Tierleid nicht mehr mitschuldig machen, weil wir sind alle miteinander verbunden. Wir sind alle Wesen. Jedes Wesen will ohne Leid leben. Ja, und das ist so, das ist auch meine Religion, meine Spiritualität. Dass ich sage, wir müssen das Leid, wenn es mir nicht will, dass es mir gut geht, muss ich ja gucken, dass es auch dem anderen gut geht. Und ja, alle sind miteinander das verbunden. Selbstverständlich, weil Tier ist auch wie ein Mensch. Also ja. Nein, Mensch ist kein Tier, aber natürlich, also Mensch ist schon was ganz Krasses als ein Tier, weil Mensch kann was kreieren, was entwickeln und Tiere können, Spinnen können auch Spinnnetze kreieren, was wir Menschen nicht kreieren können. Also, ja. Vor allem geht es ja um die Empfindung, ne? Also man weiß ja, dass Tiere genauso Schmerz und Angst empfinden, ja, dass sie zum Zittern anfangen, wenn sie zur Schlachtung hingeführt werden, dass da also am Schweiß, hat das alles schon gemessen, Schweiß, Angstreaktionen und so, sind beim Tier genauso oder fast genauso wie beim Mensch, ja, also die haben genauso Angst und Panik. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, was wäre denn, wenn mal irgendwann mal Aliens kommen täten und das gleiche mit uns machen täten, was der Mensch mit den Tieren macht. Und ich glaube ganz stark, dass Corona sehr viel damit zu tun hat, wie wir mit den Tieren und mit der Umwelt umgehen. Corona ist eine Lungenkrankheit, also wir zerstören ja zum Beispiel auch die grüne Lunge der Erde, den Dschungel, ja, das ist ja die grüne Lunge der Erde. Dann ist Corona, ja, alle Viren sind von Tieren übertragen worden. Das war Pest von Ratten, Schweinegrippe von Schweine, Vogelgrippe von Vögeln, AIDS von Affen. Da kannst du mal gucken, alles von Tieren. Ja, und jetzt Corona auch von Fledermäuse, es hat immer mit den Tieren zu tun, weil der Mensch, wenn er mit den Tieren in Einklang lebt, oder auch mit der ganzen Welt, ich habe mal so einen super Satz gelesen, der globale Virus heißt Mensch, eigentlich verhält sich der Mensch wie ein Virus. Und das ist so mein ja. Und daher kommt eigentlich der Coronavirus und deswegen wäre es wichtig, dass wir wieder mit der Mensch, mit der Welt in Einklang leben. Aber gut, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, wir waren ja ein bisschen beim Islam. Aber nur so, das ist jetzt zum Beispiel meine Philosophie und meine Religion, ja, oder meine Religionskritik, wie man das auch nennen will. Also ich habe überhaupt kein Problem mit Muslimen als Menschen. Ich habe auch mit denen diskutiert, mit den Jungs, war echt okay. Also ich habe auch zu denen gesagt, Leute, wenn es jetzt Corona wäre, ich würde ja die Hand geben, es war echt nett, ja. Es war eine nette Diskussion, ich hat nicht beleidigt und nichts, ne? Aber halt natürlich immer ausgewichen, wenn es unangenehm war. Wenn unangenehme Fragen worden sind, dann kommt da plötzlich wieder was an. Ja, aber so sind sie halt. Ich bin auch immer dort, aber ich wohne halt so Tübingen, in der Nähe von Ach, Tübingen. So, Stuttgart. Oder? Ja, Stuttgart, Tübingen, okay. Freudling. Also,
Ja, vielleicht ist ja da mal was. Das wäre natürlich eine geile Sache, wenn du mal kommen würdest. Wir haben es ja angeboten, dass ich Mitglied war in Pax bei Pax Europa. Ich habe immer noch den Mitgliedsantrag hier. Ich habe gedacht, okay, ich überlege mir es noch, aber ich muss halt auch gucken, wie ich hinkomme. Von Ulm halt immer. Weil wenn ich dann Mitglied bin, dann möchte ich auch schon öfters zu Veranstaltungen gehen und ich muss mir das überlegen, weil es ist ja halt doch immer weit die Fahrt und so. Also. Ich fand es nicht so gut, weil Pax, also das ist ja so mehr für jüdische oder christliche Glaubensgemeinschaften. Also da, die sind auch positiv, aber ich bin eigentlich, ich will das über alle Religionen, das, die Wahrheit. Also kritisiert dann. Ja, Ja. also du meinst, dass vielleicht sollte man das Christentum auch noch mehr in die Kritik nehmen, so quasi, oder? Also ich will es unabhängig haben. Aha. Ja, ich sage ja auch, also klar, ich wäre da ziemlich, wenn ich da drin wäre, wäre ich ziemlich ein Querkopf, weil ich finde zum Beispiel auch dieses Pro-Israel zu einseitig. Also dieses Pro-Palästina, also Pro-Israel und gegen, also gegen ja, Palästina oder was. Also ich finde es zu einseitig, weil die Israelis haben ja nicht das Recht, irgendwie Land von jemandem wegzunehmen. Ja, also da gibt es ja kein Recht. Und ich bin halt auf der Seite von der UNO, verstehst du? Also die UNO hat gesagt, hey, keine Siedlungen mehr, ja, und die Palästinenser und Organisationen, Hamas und alle, die müssen sich entwaffnen. So, das ist ungefähr so der Weg. Ich sag halt, das ist halt, sagen wir mal, ein vernünftiger Weg. Also Israel sollte jetzt keine Siedlungen mehr bebauen, nichts mehr, stopp jetzt, ja. Weil das immer nur, weil sonst wird immer nur der Konflikt immer nur weiter angeheizt und das darf einfach nicht sein. Und deswegen sage ich, das wäre so der richtige Weg. Also ich wäre auch ein ziemlicher Querkopf, wenn ich bei Pax Europa wäre. Also ich weiß nicht, ob das auch so funktionieren würde. Müsste man mal überlegen. Man kann es natürlich auch versuchen. Na? Ich sag halt, was meine Meinung ist. Na? Ich bin halt, ich sag halt Islamkritik, okay, unterstütze ich. Na? Aber andere Sachen unterstütze ich halt nicht, oder ja, ich bin auch nicht rechts oder so, sondern es geht mir halt nur um die Sache, die Aufklärung über den Islam und mehr ist halt nicht da. Ja. Und entweder die akzeptieren es oder akzeptieren es nicht. Aber wie gesagt, das überlege ich mir in Ruhe, weil es gibt noch andere Themen, mit denen ich mich beschäftige, jetzt nicht nur der Islam, es gibt auch noch andere Sachen, was ich noch so habe. Wie gesagt, ich mache ja Bewusstseinserweiterung, Spiritualität. Und ich lese auch viel, ja, und es gibt ja noch andere Sachen, wie zum Beispiel Tierschutz, bin ich sehr aktiv. Also ich bin ja überlegen, ob ich in Tierschutzverein hineingehe. Und dann ist die Sache, ob ich jetzt, wenn ich jetzt Hartz-IV-Empfänger bin, dann bin ich im Tierschutzverein, dann bin ich in dem Verein und Pax Europa und da und dort, dann hast du nicht gesehen und irgendwann habe ich kein Geld mehr. Das ist natürlich auch nicht so gut. Gell? Okay, ja. Ja, was ich noch sagen wollte, du kannst mir auch bei, was bist du bei Facebook, Emre? Ja, natürlich. Du kannst auch Freundschaftsanfrage ganz unverbunden, wenn du willst, halt, wie gesagt, ich bin ja Ja, was Julia ich noch Braun. was sagen will, ist, im Koran steht ja, es gibt keinen Zwang. Also es gibt keinen Zwang. Aber wenn du nicht bei Mohammeds Seite bist, dann wirst du getötet. Ja. Und keine Frauenrechte in den Scharia-Ländern. Ja, Es gibt klar. sowas von Boxen, also. Ja. Weißt du, die machen es sich halt einfach. Ne? Weil Frauen können ja mal unbequem sein. Die können ja auch losschimpfen und einen kritisieren und was weiß ich. Und da ist es einfach von egoistischen Männern einfach so gemacht worden. Auch Moses war auch so, dass man gesagt hat: Okay, Gott will das, dass die Frauen den Männern untertan sind, dass sie die Klappe halten. Ja. Und dann hat es, ist ja natürlich für die Männer ist das natürlich gut, gell? Aber für die Frau ist es halt voll beschissen. Ja. Und ich sag mal so, ich habe ja auch mal auch Wut auch eine Zeit lang auf Frauen und Hass geschoben und so. Aber im Endeffekt ist es ja so, dass auch Frauen einem auch Sachen sagen, wo sie einfach recht haben. Ja, wo ich mir denke, manchmal haben die Frauen auch echt Plan in manchen Sachen, wo ich sage, okay, hat sie recht. Ja, das ist zwar manchmal unangenehm, na, das ist manchmal schon. Manche Lektionen, die man so hat im Leben, sind nicht immer gut. Na? Das ist schon manchmal auch die bittere Kost, na? Wenn man was lernen muss, wo man sich selber hinterfragen muss. Ja, aber oft. Man muss dann hinterher denkt man dann doch, die haben ja recht, die haben schon in viele Sachen haben Frauen auch gute Ideen und gutes Wissen und warum sollte man Frauen unterdrücken? Ja, es gibt sogar, ich habe mich sogar mal mit Matriarchate beschäftigt, in manche
Bei manchen Urvölkern gibt es auch Völker, wo sie gesagt haben, wir lassen einfach mal die Frauen das Sagen haben. Die haben dann einen Frauenrat und die Frauen lassen wir jetzt mal einfach mal alles bestimmen. War sogar für die Männer sogar gut, weil die Männer haben dann weniger Verantwortung gehabt und die Frauen haben dann die Politik gemacht, ja, also in dem Dorf, ja. Und das hat sogar gut funktioniert, ja. Also da waren sogar die Männer damit zufrieden. Und wenn man das alles so sieht, ja, dann merkt man, dann ist es Unsinn, Frauen zum Unterdrücker, zum Benachteiligen, ja. Das ist einfach, da machen sich halt Männer einfach, ja, die wollen halt Macht ausüben und das ist aber nicht richtig. Das ist auch was, was Gott nicht will, weil Gott hat ja beide Geschlechter So. erschaffen. Gott ist Mann und Frau. Ja. Du kannst im nächsten Leben kannst du als Frau auf die Welt kommen und dann kriegst du gleich, dann hast du das gleiche Problem, dann kriegst du das gleiche ab, was du deine Frau angetan hast. Und so wird sich das auch immer wieder ausgleichen. Das nennt man ja Karma, das Karma-Prinzip. Da gibt es ja auch viele Bücher, Rückführungen über Karma, dass der Mensch alles das, was er anderen Böses tut, irgendwann wieder zurückbekommt, entweder in diesem Leben oder im nächsten Leben. Das wird sich sogar im nächsten Leben ausüben, was man einem anderen Menschen, einer Frau, wenn man einen Mann, eine Frau vergewaltigt, wird der Mann, also im nächsten Leben eine Frau und wird selber dann vergewaltigt als Frau. Und so wird sich das immer wieder, damit sich das immer wieder, die Gerechtigkeit immer wieder ausgleicht. Und natürlich, das ist auch kein Teufelskreislauf, weil man muss ja dann einfach bloß aufhören, Böses zu tun. Zur Vergebung. Vergeben, Liebe, Vergebung und ja, und dann kann man ja kommt man ja dann raus aus diesem Teufelskreislauf und steigt dann auf eine höhere Stufe auf. Und das ist das, woran ich glaube, weil ich habe ja auch viel mit Büchern, so viel Bücher gelesen über das Thema, wie zum Beispiel Gespräche mit Gott, ja. Über Rückführungen, mich hat auch schon immer beschäftigt, was kommt nach dem Tod? Was ist wirklich Sache? Was passiert wirklich nach dem Tod? Wenn wir das wissen, was nach dem Tod passiert, dann kann uns kein Religionsführer mehr irgendwas erzählen, sondern wir wissen es dann. Ja, Also hallo? ich will auch, dass auch so die Wissenschaft ist das Wichtigste für mich. Wissenschaft, Technologie, Information. Wenn sich viele Menschen sich, weil wir Schüler, wir Teenager, wir gehen in die Schulen, lernen was. Aber die Älteren bekommen halt nichts mit. Weil die sind ja von der alten Generation oder von den Türken, meine ich, weil die sind ja so erzogen, dass die auch geschlagen wurden von den Eltern wegen Religion und so ähnliches Angst ge gejagt wurde. Das ist ja auch das Problem. Ja, natürlich. Der Egoismus, dass man vieles ignorant ist, aber ignoranter Mensch, der nicht viel wissen will, der immer nur an eins glauben will, aber das andere nicht sehen will, also nur den Koran sehen will. Ja, bei mir wäre es jetzt so Spiritualität und Wissenschaft. Also beides in Kombination. Ich würde mir wünschen, dass die Wissenschaft auch mal das Leben nach dem Tod erforscht, weil also mehr sich da, es ist Wahnsinn. Ich finde es einfach krass, dass wir Raketen zum Mars schießen, aber noch nicht mal wissen, was nach dem Tod passiert. Und das sollte mal viel mehr erforscht werden. Und gut, ich kann sagen, ich habe ziemlich viel Wissen über das Leben nach dem Tod. Also ich habe ja schon mal eine außerkörperliche Erfahrung gehabt. Ich habe schon mal Strahlreisen geschafft gehabt. Und ich habe mich viel mit Büchern und so weiter und Nahtoderfahrungen auch beschäftigt. Auch Was? Menschen Ja, das kennengelernt, ist doch krass, die was hier Nahtoderfahrung gehabt haben. Und das finde ich halt, ist für mich auch sehr hilfreich, was jetzt so auch meine spirituelle Weiterentwicklung anbelangt. Ja, da kommt dann Licht am Ende vom Tunnel und man kriegt das ganze Leben dann im Rückschau, da kommt ein Seelenführer und dann wird quasi, es gibt sogar was wie sowas wie ein Gericht, gibt es zwar schon, aber nicht verurteilend, sondern es wird einfach nur das Leben angeschaut und gesagt, okay, das hättest du besser machen können, das hättest du besser machen können, das hättest du besser machen können oder das war vielleicht nicht so gut und so. Und damit man die Lektionen nimmt, quasi für das nächste Leben, ja. Und das passiert und man geht davon aus, dass, also in den Büchern steht, dass ungefähr 2 Jahre bist du quasi in der Heimat, in der Lichtwelt, bevor du wiedergeboren wirst. Gefühlt, man muss sagen, es gibt ja keine Zeit, aber gefühlt 2 Jahre. Und in den 2 Jahren ruht sich die Seele aus, da schaut ein Park, das schaut wunderschön. Natürlich, also das ist quasi der Himmel, ja. Und da ruht die Seele aus, erholt sich, heilt, ja, heilt aus und bereitet sich auf die nächste Inkarnation vor. Dann wird dann ein Seelenplan erstellt und dann kommst du wieder auf die Erde. Und das ist alles. Also es gibt keine 77 Jungfrauen oder es gibt auch keinen Petrus da mit der Harfe. Na, das ist alles Unsinn, das ist alles Quatsch, sondern das ist einfach nur, es gibt quasi eine geistige Welt, so kann man sagen, ein Lichtreich, da kommen unsere Seelen her. Ja, das ist so quasi die Heimat. Der Park, wenn man so will. Und da geht man rein. Ja, also wenn man stirbt, geht man da rein.
wird also das Leben wird angeschaut, wie das war, was hat man besser machen können und dann Vorbereitung fürs nächste Leben und dann kommt man wieder. Was ja auch Sinn macht. Und so ist alles Entwicklung. Und das erklärt ja auch, warum zum Beispiel Menschen ein leichtes Leben haben, ein leichtes Leben und andere Menschen ein schwereres Leben. Das hat damit zu tun, wie man vorher gelebt hat. Ob man sehr schweres Leben im vorigen Leben gehabt hat, dann wählt man eher das leichte Leben, damit die Seele noch besser heilen kann, ja. Oder ob man auch Gutes getan hat, also schon sehr weit entwickelt ist. All das oder deine Wünsche, deine Vorzüge, das, was du jetzt bist, hat oder denkst oder machst oder so, hat alles Auswirkungen auf deine Zukunft, ja, auf die jetzige Zukunft. Und auch auf die Zukunft danach. So musst du das sehen. Also das alles, was du jetzt denkst, fühlst, was wir sprechen, was wir jetzt sprechen, was wir jetzt denken, was wir jetzt handeln, hat alles Auswirkungen auf die Zukunft. Und auch über den Tod hinaus. Also das ist da kein, da geht es einfach weiter. Es ist nicht so, es gibt einen Tod, also es ist, eigentlich stirbt man nicht, sondern es geht einfach weiter. Das ist einfach die Entwicklungsstufe deiner Seele und es geht so lang, bis du quasi die Göttlichkeit erreicht bist. Und bis du dann, ja, dann quasi wie sowas, dann bist du halt dann sowas wie ein Engel so, und inkarnierst dann eigentlich nur noch, um Menschen zu helfen. Du musst dann nicht mehr entwickelt werden, also, sondern du bist dann nur noch, um die Menschen bei ihrer Entwicklung zu helfen. Und das ist alles, weil du hast dann schon alles Wissen und alles, also quasi. Und das ist quasi das, woran ich glaube, was auch meine Religion ist und was auch in dem Nahtod, was die Nahtod, Leute, die Nahtoderfahrung gehabt haben, auch bestätigen, ja, dass das so Sehr ist. interessant, Ja. weil ich auch ein paar Videos von Dein. ihrem Kanal gesehen, zum Beispiel was passiert mit den bösen Menschen, zum Beispiel SS-Gruppenführer und so ähnliches, die wo Ja. gestorben sind. Habe ich Also. mir angeschaut. Oder das Video zu Ende ist ja auch voll, weiß ich, so ganz fantasiemäßig, aber eigentlich auch real. Also man spielt ja viele Videospiele, da gibt es ja auch zum Beispiel, weiß ich, ein paar Videospiele, da gibt es ja auch so ein bisschen Science-Fiction-mäßig, ist ja auch cool, aber es gibt auch was Reales. Oder wenn ich zum Beispiel schlafe, träume ich auch was Komisches. Zum Beispiel habe ich letztens geträumt, was sehr traurig war, aber komisch war auch, was ich nicht ganz kapiert war, da war so ein neugeborenes Baby rausgekommen und es ging dann in eine Maschine rein. Und nach der Maschine ist sie dann weggegangen. Und danach habe ich aufgewacht und habe voll geheult. Und ich weiß nicht warum. Es gibt ja auch Bücher über Traumdeutungen. Ja. Was ich auch manchmal so geträumt habe, also auch von der ganzen Mopperei, dass mir einfach Maschinen verfolgt haben und versucht haben, mich umzubringen. Und zwar, klingt jetzt zwar lustig, ja, also kennst du ja zum Beispiel einen Bohrer oder Fräsmaschine kenne ich ja zum Beispiel. Dass der Fräskopf sich plötzlich bewegt und dann auf mich zufährt und ich weiche dann aus und so, und dann kommt von der anderen Maschine der Bohrer und so weiter und ich weiche aus und renne davon und will aus der Versuch aus der Firma rauszukommen, aber schaff's irgendwie nie ganz und mach dann auf. Ne? Also das sind zum Beispiel auch so Träume, was ich oft habe, wo ich auch denke, das ist natürlich schon krass. Und ich kann das sagen, alles, wenn du es auch diese, wo man sagt, zum Beispiel Spiele, all das sind immer, es kommen immer Botschaften, wo immer dich wieder daran erinnern, an die Wahrheit, könnte man so sagen. Ja? Das ganze Spielwelt, ich kann da eins sagen, ich weiß auch von anderen, die spirituell sind, dass Fantasy-Bücher oder Computerspiele, dass es diese Welten schon gibt, dass quasi derjenige, der jetzt zum Beispiel so ein Spiel entwickelt und diese Einfälle hat oder auch die Einfälle zum Herr der Ringe, dass er quasi das quasi von seinem Geistführer bekommt, der quasi da erzählt quasi oder zeigt, wie das in der Welt, die es tatsächlich gibt, in einer anderen Dimension einfach aussieht. Und da Natürlich. gibt es quasi in der Paralleldimension, gibt es tatsächlich eine Welt, die quasi so ist wie Herr der Ringe. Das ist also nicht erfunden, sondern das ist quasi, die Menschen werden da inspiriert dadurch, verstehst du? Die werden da quasi von diesen Geistführern inspiriert und das ist quasi auch die Wahrheit. Und vieles, vieles, was, also Computerspiel, man kann vieles mit dem Computerspiel vergleichen, was das Leben und was der Seelenplan bedeutet, also ungefähr wie das auch abläuft. Man weiß ja zum Beispiel, dass man, bevor man jetzt inkarniert, dass man solche Sachen wie Eltern, ja, Geschlecht, es gibt immer ein paar Sachen, was du auswählen kannst, ja, ist aber begrenzt und ich weiß nicht, ob man dann, wenn man höhere Entwicklungsstufe hat, dass man dann mehr aussuchen kann, muss ich jetzt auch spekulieren, aber dass man so gewisse Sachen aussuchen kann, wie wenn man jetzt einen Charakter erstellt, jetzt beim Rollenspiel und du willst die und die Erfahrung machen, ja, und hast das und das Level erreicht. Und dann quasi inkarnierst du, also sind auch das, was Rollenspiele sind auch schon, ja, zeigen viel über das eigentliche Leben, das Wesen des eigentlichen Lebens.
Du nimmst Erfahrung, du baust Talente auf. Das kann dir auch keiner nehmen in deinem nächsten Leben. Das wird dann alles wieder draufgespielt, quasi auf deinen Charakter, beziehungsweise jetzt auf deine Person. Ja, das hat man dann, das sind dann Talente, dass man sagt, er hat das Talent zum Musikspieler. Dabei hat er über viele, viele vorige Leben das gelernt. Ja, hat sich das antrainiert als Erfahrungspunkte quasi und kann das im nächsten Leben dann wieder einsetzen, sozusagen. Und so ist es eigentlich quasi wie in einem Rollenspiel auch und macht für mich absolut Sinn, weil das ist immer das ganze Leben, es geht ja doch immer um Entwicklung. Ja? Aus einem Baum, aus einem Samen wird ein Baum, aus einem kleinen Baum wird ein großer Baum und so ist ja das ganze Leben eigentlich, wenn man so will, aufgebaut. Und so sehe ich das. Also, das ist also ja, meine Religion, meine Philosophie oder wie man dazu sagen möchte. Zum Beispiel, es gibt ja auch fast in jedem Spiel eine Statistik. Zum Beispiel, wie oft wurdest du gestorben, wie lange hast du gespielt, oder weiß ich, wie oft hast du dir ein Gewichs zum Beispiel oder so ähnliches halt. Würde ich gerne mal wissen, wenn ich sterbe, so eine Statistik zu haben. Natürlich kannst du alles. Doch es gibt Berichte von quasi, du kannst deine früheren Leben, was du schon gehabt hast, anschauen, wie quasi in einem Kino. Kannst alles, du hast alle Möglichkeiten, die du dir denken kannst. Also in dieser geistigen Welt ist es also so, dass du dir alle Wünsche materialisieren kannst. Ja, alles, was du jetzt nicht erfüllen könntest, an Wünsche, an Traumfrau oder sowas, kannst du dir alles in dieser Welt erfüllen. Ja, weil die materielle Welt, durch die, dass die Materie so verdichtet ist, wird alles, also quasi, was man jetzt haben will, immer, das geht immer langsam. Ja? Das geht langsam vorwärts. Du musst auch hart dafür arbeiten und was weiß ich, oder was irgendwelche Sachen machen, damit du das bekommst und es dauert. Ne? Und da ist es halt so, du hast den Wunsch und das materialisiert sich. Zack, bumm. Ja. Und das ist ja auch gut so, weil dadurch die Seele auch gewisserweise ausheilt. Es ist quasi so, dass, ja, dass die Seele entspannen kann, ausruhen kann, neue Kraft schöpfen kann, ja, wie das nächste Leben. Weil wenn man jetzt nur, es ist ja genauso wie mit der Arbeit, wenn du jetzt nur buckelst und machst und lernst und tust, ne, irgendwann brennst du aus und dann bist du kaputt. Ne? Da ist auch die Seele kaputt. Das ist da genauso. Und das muss ja nicht sein. Also, und genauso funktioniert es. Und deswegen macht es auch Sinn, warum es auch Menschen gibt, die ein leichtes Leben haben oder Menschen, die ein schweres Leben haben. Man muss es immer sehen, wenn du siehst jemand, der hat ein leichtes Leben, dann denkt immer dran, okay, der hat es im früheren Leben schwer gehabt, die Seele ist auf Erholung. Ich mische mich da nicht ein, weil es ist sein Seelenplan oder ihr Seelenplan. Da möchte ich mich nicht einmischen. Ja. Ich kann das ja vielleicht dann im nächsten Leben dann genauso machen. Ja, und wenn man das dann so sieht, weißt, dann weißt du auch, das macht ja gar keinen Sinn, auf irgendjemanden neidisch zu sein. Wäre völliger Unsinn. Also, das brauchst du. Wir sind alle wunderbare Geschöpfe, Seelen Gottes und wir müssen immer sehen, dass wir einander in Verbindung stehen. Also verbunden sind irgendwo, gewisse Art und Weise. Und ja, und das hat alles Auswirkungen hat. So ist einfach, wenn das jetzt jeder auch verstehen würde, dann hätten wir mit Religion, Islam etc. hätten wir auch gar keine Probleme. Das sage ich dir da. Wäre jeder sein eigener spiritueller Wegsucher oder Wegfinder und das dann wäre es gut. Na? Also das ist ja, es ist eigentlich schade, dass die Religion so von Menschen missbraucht worden ist. Gott hat da schon was gesagt und sich zeigt und was Gutes den Menschen zeigt. Aber die Menschen, was die halt trieben haben, ist Schindluder. Weil der Mensch aber noch zu unterentwickelt ist. Er braucht so noch seine Entwicklung, dass er sowas erkennt, dass er sowas ablegt. Das braucht noch eine gewisse Zeit. Und da muss der Mensch auch noch viel Leid erleben, damit er das lernt, damit er auf die höhere Stufe kommt. Ja. Wobei es gibt ja auch erwachte Menschen. Ja. Sieht man bei dir, bei mir. Es gibt natürlich auch die wollen es auch in Zukunft auch leichter haben. Ja, aber man muss anscheinend immer erstmal durch eine Feuerwand gehen, bis man halt dann die Erkenntnisse hat, was einem Leid zufügt oder was andere Leid zufügt. Und dann kommt man natürlich kommt man auf die höhere Stufe. Ja, okay. Jo, also jetzt hast du noch irgendwas? Also gut, Also, Thema mir ist es eigentlich Islam. egal, wir können auch weiter reden, wenn Sie Zeit haben, natürlich. Mir hat Spaß gemacht. Okay. Jetzt sind wir bei einer Stunde fast. Ja. Okay. Ja gut, was gibt es sonst noch Thema Islam? Ja, Ich will halt, dass viele mal den Islam, also den Koran, Büchern in richtigen Quellen lesen, weil es gibt auch nicht nur die eine Übersetzung, es gibt auch viele andere Arten von Übersetzern, die das anders übersetzt haben.
Also viele andere Personen, die es übersetzt haben. Und es hat halt fast eine gleiche Bedeutung. Und ich glaube, man sollte halt einfach viel forschen, viel studieren. Also, okay. aber wenn man ein Gläubiger ist, Moslem ist, und wenn man dann auch den Koran nicht liest, dann ist man ja auch kein Moslem. Oder ich bin ja in Deutschland. Und eigentlich wäre ich auch eine Sünde, weil da steht, man sollte sich nicht mit Fremden, mit anderen Menschen, die halt kein Moslem sind, keine Freundschaft begehen oder nicht Handanschlag machen. Das ist auch verboten. Aber das machen ja viele Ja. Präsidenten. Ja. Das ist ja auch eine Sünde. Das macht halt sowas von keinen Sinn. Ja, klar. Der Anspruch ist zu hoch. Also, wenn man die ganzen Regeln sieht vom Islam, das sind die ganzen strengen Regeln, fünfmal am Tag beten und. Also, ich weiß gar nicht, das schafft ja fast gar kein Mensch. Also, so fromm zum sein. Und ich glaube gerade, dass diese Islamisten, die so fromm tun, ja, die Salafisten, dass die selber auch sündigen. Ja, man weiß ja zum Beispiel, beim IS haben sie ja Schnapsflaschen gefunden und Drogen, die haben aus die Drogen eingepfeift und so weiter. Auch mit Weiber rumgehurt und die halten sich ja selber nicht dran, weil das der Mensch gar nicht schafft. Das ist ein zu hoher Anspruch. So was schafft ein Mensch nicht, so viele Regeln, das ist unmöglich, ja. Also von dem her, das ist auch wie bei uns im Faschismus, auch was man da war auch so viel Ansprüche an den Menschen, ja. Du sollst schlank, durchtrainiert, am besten blonde Haare, also Arier sein, durchtrainiert, kein Alkohol, keine Drogen, nichts nehmen und ja, gehorsam sein, kurze Haare, Männer kurze Haare, Frau so, Männer müssen ja so sein, Frau so. Was sind das alles für Ansprüche, was man da an den Mensch stellt? Das ist ja krank. Das schafft ja niemals ein Mensch, so perfekt zum sein, ja. Und deswegen, also, ich sag jetzt mal, das ist einfach verrückt, ja. Und ich war auch mal ganz früher mal eine kurze Zeit auch in der Neonazi-Szene, also wenn ich jung war. Nur mal, warum ich Neonazi geworden oder Rechtsradikaler geworden bin damals. Es war mal so, dass wir Türken an der Schule gehabt haben, die haben sich immer in so Gruppen so zusammentan, ja. Und Jetzt, ja. die haben immer Deutsche belästigt. Also da war einer, der hat immer Geld, der wollte immer Geld, Zigaretten und was weiß ich. Wenn man das gegeben hat, dann hat man den gut ausgemacht. Und Ingin hat der Kaiser, wenn nicht, dann hat der Ingin die halt in die Mangel genommen und verprügelt. Gell? Und hat sich immer stark gefühlt mit mehreren anderen Türken. Ja, das hat mich dann schon geärgert. Einmal habe ich mal mit zwei Türken, einem Jugoslawe und ich, wir haben mal Fußball gespielt. Gell? Und ich habe die eigentlich immer mit Respekt behandelt. Also ja, nie blöd zu denen. Gell? Auf einmal sind die blöd geworden. Ich weiß gar nicht. Dann haben sie gesagt, ja, man, du scheiß Deutscher, scheiß Kartoffel, wahrscheinlich so lustig gemacht über mich. Ja? Also so, was bist du eigentlich? Ja. Und ich habe am Anfang halt einen Spaß gemacht. Dann habe ich gesagt, ja, was willst du, Kümmel und so. Gell? Seid doch mal ruhig. Na? Und dann auf einmal ging es dann los. Ja, was willst du, Brownie? Sind zu dritt. Ja, und so. Und dann dachte ich, hey, was geht denn jetzt, gell? Und dann haben die schon zum Schuck angefangen und so, gell? Und dann hab ich gesagt, was willst du, scheiß Deutscher, scheiß Kartoffel, ja? Dann hab ich gesagt, also Leute, habe ich gesagt, hey, wenn ich in einem fremden Land bin, dann benehme ich mich mit Respekt und fühle mich doch nicht so auf. Dann hab ich gesagt, hey, dann haben die bloß gelacht und dann hat euch gesagt, ja, was willst du, deutsche Kartoffel, das Land gehört ja bald uns, na? Und da musst du mal denken, wie ich mich dann fühle, ja? Weil wir Deutsche haben ja auch einen gewissen Nationalstolz oder irgendwo auch eine Ehre oder so, die nicht verletzt werden will. Ja? Und das hat sich auch Ja. tief in mir eingebrannt, weißt du, was ich mir gesagt habe. Und dann habe ich natürlich einen Hass gekriegt. Ja? Und das war halt immer so, dass die Türken, wenn du mit einem Streit gehabt hast, sind gleich alle kommen. Ja? Und da ist natürlich was, wo du sagst, boah, da kriegst du natürlich einen Hass, weil du denkst, hey, ich bin noch in Deutschland, ja, und muss in Deutschland Angst haben vor den Ausländern. Dann denkst du mal, hey, das geht doch gar nicht, habe ich gesagt. Hey, wenn du jetzt, stell dir mal vor, in der Türkei würden jetzt irgendwelche Deutsche kommen, ja, und denen sagen, was willst du, scheiß Kümmel, das Land gehört eh bald uns und so weiter. Ja, dann, da wäre gleich Mord und Totschlag, glaube ich. Ja, ist es so. Aber der Deutsche lässt sich ja so viel gefallen. Die Deutsche, die haben auch null Zusammenhalt. Also, oder wenige, also da gibt es echt wenig Zusammenhalt. Wenn wir die Türken, das muss man schon fast schon bewundern, dass die halt immer gleich alle zusammen und aber andererseits ist das natürlich auch ein Problem, weil manchmal sind sie ja auch im Unrecht, ja, wenn es zum Streit kommt und dann kommen trotzdem alle gleich daher und so und das ist ja unfair, weißt du, wie ich meine, das ist ja ungerecht,
Wenn ich mit einem Streit habe, dann muss ja Mann gegen Mann, einer gegen einen sein. Ja, und nicht da haben wir gleich die ganze Gruppe. Ja. Und da ist natürlich schon, da wo auch als Deutscher, weißt du, nur dass du das verstehst von der deutschen Perspektive, dass dann der Deutsche sagt, boah, die benehmen uns ja. Ja, wir müssen uns langsam mal so nehmen. Ja. Und das ist auch der Grund, warum, vielleicht auch der Grund, ja, warum es auch Rechtsradikale überhaupt gibt oder Neonazis gibt, weil die vielleicht dann solche negativen Erfahrungen machen und sagen, boah, da müssen wir was dagegen tun, weil sonst sind wir nicht mehr hart im eigenen Land. Ja, das Ja. stimmt. Bei uns gibt es auch solche graue Wölfe, das sind auch Ja, echt ja. schlimme Menschen, finde Ja. ich. Das sind keine Nazis, Schurken. wenn man so will. Das sind Nazis. Die Graue Ja, Wölfe das sind sind, Nazis. weil ich finde es komisch, eine Symbolik darzustellen, zum Beispiel ein Wolf ist ja so eine Symbolik von der grauen Wölfe. Ein Wolf-Grußzeichen ist ja wie Hitler-Gruß, Ja. zum Beispiel. Ja. Ja, die sind ja Und die extrem. haben Hass auf Griechen, auf alle anderen, und die sind auch noch mit plus dschihadistisch aufgezogen. Ja. Ja, und das ist ja auch, die haben ja auch Radau gemacht wegen die Flüchtlinge. Also, damit auch, wo ist denn da die muslimische Solidarität da schon mal Bericht kommen? Türken wollen keine Ausländer mehr haben, also keine Flüchtlinge haben. Da war also die grauen Wölfe, die gesagt haben, die Syrer und so, die sollen jetzt langsam wieder gehen und verschwinden, weil ja, die machen nur Probleme oder was, ja. Da ich dachte, ah krass, okay, siehst, gibt's auch in Türkei Ausländerfeindlichkeit. Okay, aber das ist nicht richtig. Es ist eigentlich alles schlecht. Dieses ganze Hass und diese ganze Ausländerfeindlichkeit, egal von was, von wem es kommt, das ist eigentlich scheiße, weil wir sind alles Menschen. Ja, um das geht es. Keiner Also, es besser, kann auch keiner die schlechter. Ideologie sein. Zum Beispiel, vielleicht ist eine Ideologie doch nicht was Gutes. Zum Beispiel, ein fanatisch zu sein. Oder ein fanatischer Kommunist, zum Beispiel. Und dann treffen sich dann links und rechts und dann gibt es Krawall. Ja, Meistens. ja, Also, ja, ich weiß ja. nicht, ob das auch heute ist, aber es gab Ja. so. Ja, natürlich. Und das kann auch, wenn es weitergeht, wenn man es weiterdenken kann, das soll ein Bürgerkrieg ausarten. Und das hat es auch schon in Deutschland gegeben, nach dem Ersten Weltkrieg, da, bei dem Spartakusaufstand. Da haben ja Rechte und Linke, da ging es richtig ab in die Städte. Der Spartakusaufstand, also Spartakisten, das waren Soldaten, die die Nase voll gehabt haben vom Krieg, die rebelliert haben, ja, also Kommunisten, wenn man so will. Und die haben dann wollten da die Macht übernehmen und die Rechten wollten auch die Macht übernehmen und so. Und die haben sie dann übelst bekämpft. Also es war ein richtiger, wenn man so will, in Deutschland ein richtiger Bürgerkrieg. Ja, das ging zwar nicht lang, ich glaube bloß so ein halbes Jahr oder so, und dann hat es aber immer wieder schon Krawalle und Streitereien gegeben, aber das ist im Endeffekt das, was dann bei rauskommt, wenn man hasst, wenn man seinen Gegner eigentlich, man sollte seinen Gegner nicht hassen, man sollte immer Mensch bleiben. Ja. Ich kann sagen, okay, du hast jetzt eine andere Meinung, na? Aber ich hasse ihn deswegen nicht. Ja. Der Schützenbagger denkt anders wie ich, na? Der hat manche Sachen eine andere Meinung, aber deswegen muss ich den nicht hassen. Ich versuche halt ihn dann zu überzeugen, dann gehe ich halt hin und sage, hey, also Michael, so und so sehe ich das. Na? Übrigens hat er mir sein Bu das Du anboten, no? An dem Tag, wo ich dann Augsburg war. Also wir sind partout quasi. Und ich habe auch gesagt, also gab ein paar Sachen, wie in Israel habe ich schon angesprochen, wo er halt nicht seiner Meinung bin, haben wir halt so ein diskutiert. Und das sind die einfach, man muss immer menschlich bleiben. Ja? Egal, ob jetzt jemand so eine oder so eine Meinung hat, okay, ich kann sagen, gut, dann können wir vielleicht nicht miteinander zusammenleben oder sei es Menschen oder was weiß ich, wenn du gerade so krass unterwegs bist, weil mir vielleicht auch von manchen Menschen natürlich auch vielleicht zurückziehen, aber ich muss ja niemanden hassen, sondern ich lass einfach jedem sein Weg, jedem seine Meinung. Und wenn einer mal eine krasse Meinung hat, versuche ihn halt zu überzeugen. Und wenn nicht, dann muss er halt sagen, ja, okay, dann rennst halt in dein Unglück oder was weiß ich, ja. Also, und so sehe ich das halt, ja. Ja, also Kommunismus hat auch Nachteile, natürlich. Jede Ideologie hat Nachteile. Also man muss halt auch akzeptieren, Kritik akzeptieren. Man muss auch die bösen Seiten vom Islam akzeptieren, die bösen Seiten vom Kommunismus und so. Ja. Fanatisch ist ja so, man liebt es. Das will man halt nicht zerstört haben oder so ähnlich. Ja. Man muss ja immer so sehen, also ich denke mal, das Grundgesetz, ich habe mich auch mit dem Grundgesetz zum Beispiel beschäftigt, das ist wirklich gut. Ja. Ja, Würde des wirklich, Menschen, ich also mag es sehr. Gleichberechtigung und so weiter, Meinungsfreiheit, das ist schon gut. Weißt, wo ist besser, sage ich immer. Na? Ihr könnt frei sein, Meinung sagen, immer noch. Na? Ich kritisiere auch, man darf aber nicht, es gibt so ein Sprichwort, nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Es gibt Sachen, wo ich auch natürlich kritisiere. Ich bin jetzt kein Merkel-Fan. Na?
Aber man muss immer noch sehen, das System in seiner Grundlage, auch wenn es Politiker vergessen, also das System in Deutschland ist schon gut. Ja? Warum kommen so viele Menschen hierher? Weil es ihnen ja nicht schlecht geht. Ich habe auch den Muslim gefragt, du, überleg mal, warum kommen so viele Muslime von islamischen Ländern zu uns oder westlichen Ländern? Warum nicht umgekehrt? Da hat er gesagt, Wir ja, ist gefallen Krieg. ja. Da hat er gesagt, ist, ja, Krieg und so. Und da hat er so erzählt, die Amerikaner haben bombardiert und so. Da hat er gesagt, ach so, alle islamischen Länder ist Krieg oder was? Alle 54 islamischen Länder ist alles zerstört durch Krieg oder was? Aber. Weil ein Iraner wurde halt so, er hat keine Freiheit, er durfte keinen Alkohol trinken, weil es verboten war, oder Schweinefleisch essen. Und dann an dem Tag, wo er in Deutschland war, was er als erstes gegessen hat, war Schweinefleisch und hat Alkohol getrunken. Okay. Ich sag mal so, lieber wäre es natürlich, wenn ihr, wenn du es erzählen würdest, der ist vegan geworden oder so. Aber gut, okay. Ja, das gibt's alles, ne? Also, mei, ich sage mal, Leute, bleibt menschlich, ja, bleibt cool, sage ich einfach. Also, und dann wird es schon, ja, auch mit dem friedlichen Zusammenleben. Also, oh, ja, was ich noch auch was, da fällt mir noch was ein. Da kam ja mal die Dokumentation über den Abu Bara, vielleicht kennst du den ja, den Islamist aus Berlin, der auch wirklich gesagt hat zu Kindern, muss man vorstellen, die Ungläubigen sind Dreck unter euren Füßen. Ja. Und das sind mehrere Kinder gewesen und das sagt er, das muss man sich vorstellen, was das mit Menschen macht. Weil Kinder kann man immer formen, kann man leicht beeinflussen. Kinder sind quasi wie, ohne sie jetzt zu entwerten, aber Kinder sind halt wie Bioroboter. Ne? Da kannst du eigentlich das Programm, du ziehst ein Programm auf und das Programm, wenn du Liebe in das Programm reinkommst, gibst, also mit Liebe auf dich kommt Liebe zurück. Wenn du Hass kommst, Hass, Hass raus. Weißt du, das ist ja wie jemand, wo du programmieren kannst. Ein Kind nimmt immer dich als Beispiel. Ja? Guckt immer zu den Erwachsenen hoch und was die Erwachsenen sagen. Ne? Und wenn jetzt ein Kind sagst, ja, Ungläubige, das ist ein Dreck unter deinen Füßen. Was glaubst du, wenn die mal Also, älter sind, wie die dann, ja, das das kann ja war auch nur. so, das war auch bei mir so. Dann habe ich auf einmal die Augen geöffnet und ich war wohler, viel wohler. Ja, das, aber die wollen ja, weißt du, diese Prediger, die wollen ja quasi einen an sich binden, ja, und Ja. Macht ausüben. Du sollst ja nichts lernen über Buddhismus oder Hinduismus oder Christentum. Die wollen das ja nicht. Die sagen ja alles, dann kommst du in die Hölle, ja. Aber wenn du mal kritisch überlegst, das ist ja nur Koran, das ist nur ein Buch, ne? Und es gibt Bücher, es gibt tausende von Büchern, es gibt nur ein Buch. Nur ein Buch soll die Wahrheit sagen. Sagen. Da sagst du, oh ja, hallo, das kann ja niemals stimmen. Man sollte alle Bücher lesen und dann quasi vergleichen und dann zur Wahrheit kommen. Und das wäre eigentlich der richtige Weg. Aber das erzählen die natürlich nicht. Ja? Die wollen einfach ausgrenzen. Ja? Du sollst nicht mit Ungläubigen zu tun haben, weil du könntest ja was von denen lernen, verstehst du? Und dann könntest du das Ganze hinterfragen und dann hat der Prediger gar keine Macht mehr. Der lebt ja nur von den Leuten, die ihn hinterherlaufen, die Spenden bringen und so. Es geht ja natürlich auch um Geld, es geht um Ansehen, es geht um Geld, es geht um Macht. Nur um das. Und das haben wir alle schon mit der Kirche gehabt, weißt du? Wir kennen das ja alle schon mit der katholischen Ja. Kirche. Da haben wir ja schon so viele negative Erfahrungen gemacht und so. Und natürlich, das wollen wir natürlich nicht wieder. Ist ja klar. Ja? Jetzt haben wir doch so viel gemacht, dass wir das überwunden haben, verstehst du? Und jetzt kommt der Islam und dreht das Rad wieder zurück. Und das kann es auch nicht sein. Da denke ich mir Das ist auch. unser Kapitalismus. Ja, das auch. Das ist ja auch ein Problem, ja. Der Kapitalismus, ja. Und Man verbraucht, ich sage immer so, okay, wenn man zur Moschee geht, warum muss man da jetzt was bezahlen, um ein Koran zu lesen? Da denke ich mir immer, hä, Gott hätte es gratis geschenkt, warum muss man dafür jetzt zahlen? Das ist so komisch. Und die Moscheen, das ist ja, es gibt da. Ich war ja auch mal bei dem, ich sag jetzt nicht wo, na, weil es hier öffentlich ist. Ich will ja da niemand jetzt irgendwie ein Probleme bringen. Aber ich war mal in so einem Aus- und Dönerladen, ganz nette Leute, gell? Und aber dann sehe ich dann so eine Spendenbox, aha, DİTİB Moschee. Aha. Was ist DİTİB Moschee? Das ist ja die, DİTİB ist ja die, Deutschland, das ist ja die Organisation, die quasi gesteuert wird von der Türkei, auch vom Geheimdienst und ja. so. Also von der Partei von Ja. Erdogans Ja, Partei und Netzwerk. genau, das ist ja, und da waren, weiß man auch, dass da Leute ausspioniert werden, dass da der türkische Geheimdienst aktiv ist und so, und da Natürlich, die, also ich ja. kenne auch viele, ich habe auch einen ehemaligen Geheimdienst, habe auch mit dem geredet und so. Er war natürlich gegen Erdogan, der war auch, wie ich, Kemalist. Okay. Ja, krass. Da gibt es auch viele andere geheime Dokumente, die man halt nicht weiß, was nicht in der Öffentlichkeit
sein kann, aber das ist so viel krasseres, was man nicht mehr wisst. Ja, klar. Ja, das ist natürlich schon heftig, ja. Also wie gesagt, ne, also ich habe 0,0 Hass auf die Muslime. Also wirklich, es gibt so viele nette, herzensgute Menschen, aber es gibt natürlich auch eben das Geschwür oder das, die Schattenseite, ja. Also es nicht falsch verstehe, es ist ja die Schattenseite der Türken, so könnte man sagen. Gibt es auch bei den Deutschen. Aber das muss man natürlich ansprechen. Na, die können ja auch unsere Schattenseiten ansprechen. Gar kein Thema. Ist ja gar kein Problem. Man kann ja unsere Regierung kritisieren. Kann man ja alles machen. Machen wir ja selber, weißt du, ich meine. Aber das muss dann halt auch erlaubt sein, dass man halt was gegen den Islam sagt, gegen den Erdogan. Und natürlich ist das wichtig, dass die Welt auch da drauf guckt, wenn Diktatoren ihre Macht ausüben, ja, Menschen bedrohen und Menschen unterdrücken und ins Gefängnis werfen. Was wäre jetzt, wenn die ganze Welt sagen, das machen denen, was die Erdogan-Anhänger sagen, ja, kümmert die um ihre eigenen Länder, wenn sich jetzt niemand mehr einmischen tät und sagen, ja gut, okay, das sieht uns nicht mehr. Das sind die ganzen Kritiker, sind gefangen, wie sind im Gefängnis, kriegen gar keine Hilfe mehr. Ja. Ja. Und so kriegt man dann Hilfe von außerhalb. Und natürlich muss man sich da auch einmischen und muss mal was dazu sagen. Ist ja ganz klar, da gucke ich nicht weg. Ja, ob das jetzt in der Türkei Unrecht geschieht oder in Deutschland Unrecht geschieht, da sage ich was dazu und sage das, hey Leute, das ist nicht okay. Ja, wenn Neonazis auf Ausländer losgehen, sage ich auch, das ist nicht okay, das muss man ansprechen. Aber genauso gut muss man den Islam ansprechen, genauso gut muss man den Erdogan, dieses Erdogan-Regime kritisieren, ohne dass man dann gleich als rassistisch oder als türkenfeindlich gilt. Ist doch völliger Unsinn. Es geht doch nur um die Sache und nicht um die Menschen. Ja? Die Menschen herzlich willkommen. Persönlichkeit, also eine Ja. Regierung ist ja nicht das Land. Eine Eben. Regierung ist wie eine Ehe, also wie eine Ehe, die dann zerbricht irgendwann. Ich glaube nicht Kann man mal, so dass, sagen. ja, ich glaub nicht mal, dass die Mehrheit in der Türkei für den Erdogan ist. Ich glaube, die Mehrheit geht gegen ihn. Ja, die wollten ja schon Natürlich, also kürzer. Aber die haben Angst. ja, dadurch jetzt, dass die europäischen Türken, ja, die das ja nicht spüren müssen, die Diktatur, jetzt den gewählt haben, ja, weil er halt der Ich große weiß nicht Macker ist, warum. weil er sich halt gesagt hat, ihr seid die Tollschen, na, den er quasi so gelobt hat, na, wo er in Deutschland war, ja, hochgehoben hat, dann ist das natürlich der größte für sie. Und deswegen haben die den ja gewählt. Na. Und Der das ist jetzt eigentlich diese verfahrene Situation, auch für die Türken, ja, die in Deutschland ja leben, weil sie ja auch bedroht werden. Ja. In Deutschland ist ja auch der türkische Geheimdienst aktiv und so weiter. Und man weiß sogar schon, dass sie da Leute entführt haben und den Tag heimgebracht haben, was ich echt der Hammer finde. Also, das ist ja für Das euch jetzt ja Problem auch ist gar nicht so halt, einfach, gell? die Deutsch-Türken in Deutschland schauen halt oftmals türkische Fernsehen, die verzichten auf deutsches Fernsehen. Und im türkischen Fernsehen ist halt alles staatlich kontrolliert, es herrscht keine Unabhängigkeit, obwohl es im türkischen Grundgesetz steht, dass es unabhängig sein soll, aber natürlich, das missachtet man natürlich und da wird dann halt viel Fake News gezeigt und da wird man halt immer pro Erdogan und kontra Opposition oder kontra alles andere. Und wenn die das dann schauen, dann werden die halt Gehirn ge gewaschen, dann mögen die den mal, was, ja, was hat Erdogan gemacht? Er hat Brücken gebaut, er hat dies und das gemacht. Ja, klar. Und das Problem, oder viele Türken sind ja Moslems und die besuchen die Moschees und das ist ja die TTIP. Ja, Und dann ja. verteilen die Propagandablätter Ja, wegen man Putschversuch. kann alles schönreden. Ja, das ist ja das. Man kann alles schönreden. Und die Propaganda macht das echt gut. Ich habe mal einen Film gesehen, also über die Deu als Doku über De Deutsche Wochenschau, gibt es ja auf YouTube. Das war so die letzte Wochenschau, einer der letzten Wochenschauen, also wo die Amerikaner schon in Deutschland waren, wo der Krieg schon, also wirklich schon also schon verloren war. Und dann, ich muss lachen, dann hieß er, und deutsche Truppen stürmen wieder vor und treiben den Feind wieder über den Rhein an der Westgrenze und so. Und da weißt du schon, weißt, überall im Land drin und dann zeigen sie bloß so Bilder von deutschen Panzer, wie sie vorfahren und so. Und wieder Tausende von amerikanischen Kriegsgefangenen und so. Und dann siehst du halt so ein paar Reihen von amerikanischen Kriegsgefangenen und so. Ja, geht's noch, geht's noch. Also so nur die Leute verarschen, verstehst du? Also. Aber man kann alles Ja. schönreden. Man kann alles so darstellen, wie man es braucht. Gell? Das ist der Hammer. Ja. Und zum Beispiel bei uns ist es halt wegen der Osmanischen Reich so. Man wird oft dieses Logo vom Wappen vom Osmanischen Reich auch oft in dem türkischen Fernsehen genutzt und so stolz,
So genau wie sie es gesagt haben, wird auch so in den Nachrichten erzählt. Es gibt so einen Mann, der erzählt es halt so ganz krass. Das finde ich voll nervig. Ja, klar, das Osmanische Reich, das hat sich ja mit Krieg ausgedehnt, ne? Immer weiter und hat da die Völker da unterworfen und dann mit Zwang, also vielleicht jetzt nicht so, dass man sie jetzt gleich geköpft hat, aber man hat halt die Schisja-Zahl entrichten müssen, ne? Die ganze, die anderen Glaubenswahn, ja. Und das ist ja das, wo ich auch sage, wieso muss ich da eine Schutzsteuer zahlen? Das ist ja schon wie Schutzgelderpressung, nur wenn ich anderen Glaube habe. Ne? Das ist ja völlig, ja, das ist einfach nur Erpressung, einfach. Und das ist einfach, ja, sag jetzt mal, einfach nicht gut. Aber wie gesagt, und das nicht falsch verstanden worden, es ist wirklich nichts gegen die Türken, auch nichts gegen die türkische es ist Kultur. Ich finde es schön, die ganzen Feste und so weiter. Das will ja auch gar niemand die Türken nehmen, das Ramadan und so weiter, die Familienfeste. Die denken ja immer, die Türken, wenn sie sowas hören, wie das, wenn der Sturzenberger da seine Reden hält oder jemand den Islam kriegt, dass man ihnen gleich das alles wegnehmen will, das ist ja Unsinn. Es geht ja nur darum, eigentlich betrifft es ja nur die islamische Organisationen. Und die sollen einfach die Gewalt- und Tötungsbefehle endgültig für ungültig erklären und auf eine Scharia-Verzichtserklärung unterschreiben, dass sie hier verzichten. Und das ist ja das Mindeste, was man doch verlangen kann in Europa. Na? Wer den konservativen Islam mit Scharia haben will, gibt es genügend Länder, wo man auswandern kann. Aber schau mal, wir haben ja nur das eine Europa. Wenn Europa in die Hände fällt vom politischen Islam, wo sollen wir denn noch hingehen? Dann gibt es bald nichts mehr großartig, wo wir noch hingehen können. Weil alles, dann die ganze Welt fällt in islamische Hände und dann haben wir bald gar keine Chance mehr. Wo soll man da noch hingehen? Dann sind wir alle geköpft. Leute wie ich, transsexuell, weg, zack, bumm. Die ganzen Mädels, wo da den Islam verteidigt haben, was glaubst du? Das sind doch die Ersten, wo gestanden, so wie die rumlaufen, ne? Das ist Das ist auch der. vorbei. Ja. Das ist vorbei, Leute. Das ist der Film, kennst Ja. ja, der Nicht ohne meine Tochter. Kennst du ja vielleicht den Film Nicht ohne meine Tochter? Ich weiß, wie hat es die Frau nochmal Ja, ich Kaiser? hab's geschaut, Ja, ich hab's geschaut, ja, ja, ja. den Film. Das gibt es keine Freiheit mehr. Da ist aus, Leute. Da gibt es kein Zurück mehr. Ich Und weiß das nicht, ist ob das. irgendwie, wenn ich halt, weil der Islam kommt ja auch meistens auf dem Arabischen, oder? Stimmt ja, es kommt vom Ja, Arabischen. Saudi-Arabien. Ja. Und manchmal fehlt mir dann halt die Sympathie an den Arabern leider. Weiß nicht, ob das jetzt rassistisch ist, aber wenn das halt so immer oft so ist, dann. Ich weiß, ist die eh nicht, vielleicht wollen die auch den Islam nicht mehr, vielleicht haben die es auch satt. Ja, natürlich nicht alle, ne? Also klar, es gibt halt immer Tendenzen, sagen wir es mal so, wo da stärker sind, bei dem Volk stärker sind oder so. Aber es muss man denken, es gibt immer Einzelne, die da auch aufgewacht sind. Ja. Viele können es vielleicht nicht sagen, ne? Weil sie schon in der Struktur drin sind, ja, in dem System drin sind, vielleicht auch noch keinen Streit haben wollen mit ihren Familienmitgliedern, denke ich jetzt einmal, ja. Es ist ja schwierig, es ist ja für Muslime auch schwierig, da auch frei, denke ich mal, oder würdest du mir auch zustimmen, das ist ja auch schwierig, da irgendwas, wenn du jetzt, sag mal, selber Muslim bist und du wenn da fragst, was im Koran oder so, das glaube ich jetzt nicht ganz immer so, ne, und denkst jetzt, machst jetzt dann deine eigenen Gedanken, ja, dass dann ja auch Probleme kriegst, denke ich mal, ja, dass das einfach, dass viele auch aus Angst ihre Meinung da auch zurückhalten, könnt ihr mir vorstellen. Im Herzen denken sie schon anders, im Herzen und Herzen und Verstand haben sie schon vielleicht einiges erkannt und sehen das schon anders, aber sie trauen es sich vielleicht auch nicht mehr zum Sagen, nicht zu sagen, weil sie einfach sich schützen wollen vor Repressalien. Ja, es wird ihnen ja das Leben ja auch nicht leicht gemacht. Ja. Jetzt in der Türkei sieht man es ja. Es wird ja immer mehr, es Ja. wird ja für die Leute, die wo kritisch sind gegen den Erdogan, ja immer schwieriger. Und Aber das ich kann ist. es Ihnen sagen, irgendwann kommt dieser Tag, wo Revolution kommt. Also nicht jetzt so Glaube ja. Revolution wie Kommunismus, sondern dass das Volk so ein Hass kommt dann einfach so Ja, die Schnauze voll hat. Ja. Protest. Ja, Das ja. kommt, das wird kommen. Ja, Da werden auch klar. die Polizisten dabei sein, es könnte auch wieder Anarchie sein. Ja. Ich würde mir wünschen, dass es halt friedlich abläuft, ja, dass ein friedlicher Wandel entsteht. Also würde ich mir Aber ich will wünschen. gerecht. Ja. Es ist gerade abbrochen, jetzt habe ich nicht gehört. Hallo, bist Ach du so, da? ja. Also Okay. ich will halt Gerechtigkeit. Ja. Natürlich, das war jeder Mensch. Also das ist ganz klar. Würde mir sehr für die Türkei wünschen. Ja, es gibt sehr viele gute Menschen bei den Türken. Es würde mir sehr, sehr wünschen, wenn da die Türkei da den Wandel vollzieht und ja, dann wäre auch Möglichkeit, weißt du, dass auch die Türkei in die EU kommt zum Beispiel.
wäre die Tür offen. Es ist ja nur nicht, die Türkei ist ja deswegen nicht in der EU, wegen diesen ganzen Menschenrechtsverletzungen, was da einfach ablaufen. Wäre jetzt ein anderer da, der das eben nicht machen geht, ja, die Opposition vom Erdogan wäre mit Sicherheit die Türkei schon in die EU. Also, kann ich mir gut vorstellen, ja. Weil ja. einfach auch von der Wirtschaft, die Türkei hat ja auch schon auch starke Wirtschaftskraft und das wäre von der Wirtschaft, denke ich, auch sehr zum Vorteil. Ich hätte nichts dagegen, ja, ich wäre voll dafür, können wir sagen. Ja, es liegt halt nur an der Regierung, ja, weil sonst könnte auch bei Russland, ist natürlich auch, eigentlich gehört auch ein Teil, die Hälfte ja, von Russland gehört ja noch zu Europa, könnte ja, theoretisch könnte ja Russland auch in die EU eintreten, aber ist halt auch, weil der Putin ist ja jetzt auch nicht unbedingt Demokrat, sag ich jetzt mal, ja, und da gibt es natürlich auch Probleme. Autoritär. Ja, ja. Zynismus nennt man das, glaube ich. Der ist auch altmodisch. Ja, der ist, also zum Beispiel auch Homosexuelle, man darf keine Werbung für Homosexualität machen, das ist ein Schwachsinn. Also da kann ja jeder drankommen, wenn ich jetzt zum Beispiel jemand sagt, hey, du siehst aber nett aus, du gefällst mir und so, und der sagt, ja, ich mache da jetzt Werbung für Homosexualität, dann komme ich dran. Also das ist natürlich auch so eine Sache, ja, wo ich sage, da gibt es natürlich auch Probleme. Also da darfst du jetzt nicht denken, das ist jetzt nur Türkei so schlimm und problematisch. Es gibt ja schon auch in anderen Ländern Probleme. Ja, das wollen wir ja nicht irgendwie in Frage stellen, ganz klar. Ja, aber da hoffen wir, dass es besser wird. Also wir können uns echt wünschen. Jetzt würde ich nur langsam zum Ende kommen, wenn du nichts dagegen hast. Ja, sonst wird das Video zu lang. Ich glaube, das dauert jetzt eh noch ewig, bis es hochladet. Ob ich das heute noch hinkriege, weil es ist ein super Video. Das denke ich, das sollten wir wirklich der Nachwelt verbreiten. Und wir können ja auf jeden Fall dann noch einen zweiten Teil machen oder noch öfters mal reden. Also, ich hätte viele Themen. Ja, klar, natürlich. Also, es muss nicht immer nur das Thema Islam sein. Also, es gibt ja so viele verschiedene Themen, wo man reden kann, also jederzeit. Okay, also lieber Emre, dann wünsche ich dir alles Gute, schönen Abend noch. Und Dank, genau. Man hört und sieht sich wieder, gell? Gleichfalls. Alles klar, bis bald. Ciao. Ciao, ciao.